Willkommen zur nächsten Episode beim Green Grappler Podcast. Dieser Podcast wird mitpräsentiert von der We Love MMA, dem größten Veranstalter für MMA in Deutschland. Schaut doch mal auf der Seite vorbei, welovemma.de. Und es gibt noch einen weiteren Kooperationspartner, Herbadia, dein Hauptstadt-Online-Shop für natürliche CBD- und Hanfprodukte in bester Qualität. Schaut doch einfach mal auf der Seite herbadia.de vorbei. Und wollt ihr ein bisschen was sparen, dann gebt einfach Green Grappler 20 ein und ihr spart 20% Rabatt auf euren Einkauf. Und da ist das Intro schon wieder zu Ende. Mein Name ist Dennis Schröder und willkommen zu einer weiteren Episode beim Green Grappler Podcast, dem Podcast für Brazilian Jiu-Jitsu, Grappling und MMA in Deutschland. Und wir haben noch eine kleine Überraschung für euch. Es gibt jetzt offiziell den Green Grappler Fanshop. Da bekommt ihr Green Grappler Podcast Tassen und Green Grappler Podcast Shirts, genau wie Green Grappler Rush Guards, alles was ihr wollt, Flipflops, alles was das Herz begehrt. Geht einfach mal auf die Seite green-grappler-shop.myshopify.com und da findet ihr den ganzen Stuff. Und zu guter Letzt, habt ihr auch Interesse daran, einen so coolen Fanshop zu kriegen, dann schickt einfach eine E-Mail an kontakt@magicmerch.de. Verlinkung findet ihr nochmal unten in der Beschreibung. Und wir haben noch einen weiteren Kooperationspartner jetzt an Bord und das ist Okami Fight Gear. Also, wenn ihr ein bisschen was sparen wollt, dann gebt einfach den Code GREENGRAPPLER15 ein und ihr bekommt 15% Rabatt auf euren Einkauf. Schaut einfach mal auf der Seite okamifightgear.com und da findet ihr alles, was ihr fürs MMA, Grappling und der BJJ braucht. Hi liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und willkommen zur Folge Nummer 61. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast für euch am Start. Ich hatte ihn schon bei der Podcast-Folge 45 zu Gast. In dieser Episode geht es um die bevorstehende Veranstaltung, die er geplant hat. Und somit herzlich willkommen zu einer weiteren Episode beim Green Grappler Podcast. Peter Yamato-Damashi Angerer ist wieder am Start. Hi. Hi Leute. Servus. Ja. Guck mal, hallo, wie ich das jetzt hier, wie aus der Pistole geschossen. Yamato-Damashi. Das kam jetzt so flüssig, du hast eine japanische Zunge. Ja. Richtig gut, echt richtig gut. Freut mich, dass ich wieder hier sein kann. Ja, auf jeden Fall, ja, weil es ist ja einiges geplant. Und Dann können wir diese Folge auf jeden Fall dazu nutzen, über dein neuestes Projekt, ja, die nächste Veranstaltung, die jetzt am Laufen ist, das ist ja schon in naher Zukunft, ja, können wir schön darüber sprechen, was da nächste Woche geht. Nächste das Woche? Samstag in der Woche. Ja, okay, Samstag in der Woche, okay. Das ist Samstag in der Woche. Nee. Voll schockiert. Also, Samstag in der Woche geht es rund in Böblingen, ja. Da wird es richtig scheppern, glaube ich. Bei Rising Sun 2 ist ja gar kein neues Projekt, ist ja einfach jetzt die zweite Auflage von unserem neuen Corona-Lockdown-Kind, ja, Rising Sun. Und das ist, ja, ich freue mich tierisch auf das Event. Also ich freue mich wirklich tierisch auf das Event. Das ist echt bombastisch. Das glaube ich. Da steckt sehr viel Herz auch drin, viel Liebe. Ja, und das hat man schon bei der ersten Veranstaltung hat man das gemerkt, finde ich. Ja, und deswegen freue ich mich umso mehr jetzt auf die zweite, weil da es jetzt auch noch ein bisschen mehr um Grappling geht. Ja? Es geht eigentlich nur noch ums Grappling. Also wir haben beim ersten Event ja eben dieses Mannschafts-Grappling-Duell gehabt mit Fight Fusion, mit den Leuten vom Jan und von der Hanna. Und wir haben einfach im Nachgang zu der ganzen Geschichte derart viel positives Feedback bekommen, die gesagt haben, Leute, das war einfach bombastisch. Und dann habe ich mir überlegt, also damals schon, dass wir eine Fortsetzung natürlich machen davon, also Lockdown hin oder her, dass wir es auf jeden Fall machen, jetzt halt ohne Lockdown, umso cooler, ja, also umso lockerer. Und dann war natürlich auch ganz klar die logische Konsequenz, wir machen ein reines Grappling-Team-Survival-Match zwischen jetzt 5 Mannschaften, eigentlich waren geplant 4 Mannschaften, wie bei Quintet, aber es haben sich voll viele Mannschaften gemeldet und bei 5 Mannschaften, also wenn ich mal meine eigene mit dazu nehme, kann ich halt einfach nicht Nein sagen. Also zu einem Lukas und zu einem Stefan Larisch kann ich halt nicht sagen, ja, Pech gehabt, vielleicht nächstes Mal. Ja, oder zum Dani Brauchle. Da kann ich nicht sagen, ja, wir sind jetzt voll, gucken wir mal. Und das waren dann eben diese 5 Teams, die jetzt dabei sind. Und das ist meiner Meinung nach schon echt knallegut. Also ich glaube, dass es da für die Grappling-Fans in Deutschland wirklich einiges zu sehen gibt. Also ganz grob überschlagen, 25 bis 30 Kämpfe.
Und dann halt wirklich mit Schwarzgurten und mit Europameistern und wirklich internationalen Titelträgern. Und das wird schon echt eine echt starke Nummer. Da sind viele Black Belts dabei. Brown Belts und Black Belts aus dem Luta Livre oder aus dem brasilianischen Jiu-Jitsu, genau, habe ich gesehen, ja. Mhm. Also auch sehr bekannte Leute. Ja, also da sind wir schon sehr bekannter. Gute MMA-Kämpfer, ja, also das ist schon, wenn man die Leute mal nicht im Käfig sieht, sondern auf der Matte und dann mal sieht, was die Leute wirklich auf dem Boden drauf haben. Mhm. Wir haben es ja gerade davon gehabt. Zwei kämpfen jetzt dieses Wochenende. Ja, ja. Also mal so kurz noch einen MMA-Kampf reinschieben, ja. Aber das ist schon echt bombastisch. Also freue mich tierisch über das Teilnehmerfeld. Wir haben 5 Teams jetzt, wie gesagt, also 4 waren geplant. Jetzt haben wir ein 5. Team dabei. Das heißt, dass 2 Mannschaften einen sogenannten Preliminary Fight machen werden. Mhm. Das heißt, die kämpfen dann ein Teamduell außerhalb, also auch natürlich im Rahmen der Veranstaltung, aber halt außerhalb von diesem 4-Mannschaften-Feld. Wir machen aber ein ganz normales Ding und der Sieger von den beiden Teams ist dann im Viererfeld dabei und da geht es dann halt um die Wurst. Also 2 Halbfinale und dann das Finale. Und das sind dann insgesamt 4 Mannschaftsduelle, die wir sehen werden. Und jedes Mannschaftsduell hat so das Potenzial zu 7, 8 Kämpfen. Mhm. Mal 4, dann bist du irgendwas so zwischen 25 und 30 Kämpfen. Mhm. Maximal 8 Minuten, das muss man auch immer dazu rechnen. Ja. Ja, und das Ganze dann natürlich noch in den Livestream reinpacken. Wird natürlich wieder in voller Länge von Sport Deutschland übertragen. Mhm. Wir bekommen wieder das große Set von Sport Deutschland zur Verfügung gestellt. Der Patrick Deile, den kennst du ja auch. Mhm. Das ist so unser ja, das war der Beste, den wir haben am Start. Ja, mhm. Der leitet die Gotha Generalagentur in Reutlingen. Und Gotha ist ja Hauptsponsor von Sport Deutschland. Und der Patrick hat es damals angeleiert, dass Sport Deutschland bei uns oder auf uns aufmerksam wird und dass wir dann mit denen auch zusammenarbeiten können. Mhm. Das ging dann alles ruckzuck. Die haben dann gefragt, ob ich noch so ein Vorwort eine Broschüre von denen, also von Sport Deutschland bringen will, also für den Sport, dass wir halt auch so als Randsportart, Kampfsport ist ja ganz klar Randsportart in Deutschland. Ja. Und dann habe ich das gemacht, bin da so quasi Brand Ambassador. Mhm. Ja, und das ist, die Zusammenarbeit ist super easy, ja, und der Patrick feuert das natürlich regelmäßig an. Mhm. Und jetzt haben wir wieder bei Rising Sun 2 ab 20 Uhr Samstag in der Woche am 24.07. geht's los auf sportdeutschland.tv und da kann man sich das komplette Event, alle Kämpfe mit Live-Moderation wieder, ja, mhm, vom Green Grappler und vom Lenne-San, ja, und da kann man sich die ganzen Kämpfe wieder anschauen und das ist natürlich schon echt bombastisch und wir haben sogar dieses Mal ein paar wenige Zuschauer in der Halle. Mhm. Also wir haben da ein sehr kleines Kontingent an Tickets gemacht, sind jetzt auch schon die ersten bestellt worden, ohne dass wir es großartig gepusht haben. Mhm. Und ich denke mal, dass wir so unterm Strich werden wir um die Matte herum natürlich Sitzplätze haben mit Stühlen und dann werden wir auch Leute vor Ort haben, was natürlich für die Stimmung auch wieder richtig gut ist. Ja. Ich denke mal, dass die Teams da ihre Fans oder ihre Fanbase mitbringen. Das wäre natürlich bombastisch. Ja. Und dann hast du natürlich Bombenstimmung in der Halle bei den Kämpfen und dann denke ich mal schon, wird es da richtig gut abgehen. Das natürlich für die Atmosphäre einwandfrei ist, ja. Wenn du so Kämpfe anschaust, dann siehst du wirklich Leute, die abgehen und die sich da echt freuen. Und dann hast du noch eine coole Live-Moderation von der ganzen Geschichte von Leuten, die wirklich Ahnung haben von dem Sport. Mhm. Und das ist natürlich dann unschlagbar. Also für die Zuschauer zu Hause an dem Bildschirm natürlich kostenlos. Und die Leute, die wirklich beim Event dabei sein wollen, zahlen dann 19,90 fürs Ticket und sind dann quasi beim Event direkt an der Matte mit dabei. Könnt ihr unten hier auf den Link klicken, ja, und dann kommt ihr direkt zum Ticketverkauf zu Rising Sun 2, ja, und kommt vorbei, ja, es wird auf alle Fälle mega geil, ja, also das lohnt sich auf jeden Fall. Wie viele Zuschauer dürfen denn reinkommen? Gibt's da? Also reinlassen dürften wir natürlich schon, glaube ich, 250 bei der Raumgröße, also dann wäre es echt voll. Machen wir nicht, wir haben jetzt mal 100 Tickets veranschlagt, ich gehe jetzt mal ganz realistisch davon aus, dass wir die Hälfte ungefähr wegkriegen wir davon, also wenn wir 50 Leute in dem Raum mit dabei haben, dann ist es echt cool und ganz wichtig, wir machen auch wirklich nur an Vorverkauf, also es gibt nur den Vorverkauf über den Mad Guerrilla Store, da kann man die Tickets bestellen und wer also am Abend vorbeikommen will und sagt,
Ja, ich will aber auch zuschauen, der hat leider Pech gehabt. Also es gibt wirklich nur Tickets, weil alle Tickets personalisiert sind mit Namen, dass wir einfach diese Kontaktnachverfolgung auch gewährleisten können, dass die Leute nicht ewig erst noch unten an der Theke anstehen müssen und dann ihre Daten abgeben. Ja. Also Leute, klickt auf den Link. Und ich will keine 50, ich will 100 Leute in Halle haben. Ja, 100 Leute sollen da sein. Ja? Das wäre natürlich mega, das wäre mega, aber ich bin jetzt, also da bin ich wirklich eher Realist. Mhm. Ich denke mal, wenn wir 50 reinkriegen, ist schon richtig gut. Ja, jetzt Grappling ist jetzt auch nicht unbedingt der Publikumssport, wenn wir ehrlich sind. Das werden mit Sicherheit die meisten Leute werden von den Teams mitkommen. Das werden selber Grappler sein oder Leute, die das trainieren, die dann auch verstehen, was da passiert. Mhm. Ja. Aber zu den Otto Normalverbraucher, ja, wenn du den von der Straße holst und dann auf so ein Grappling-Turnier setzt und sagst, so, und jetzt setz dich mal hin und schau zu und dann, ja, wird schwierig. Sagt er irgendwann, was ist denn das hier, was macht denn ihr hier? Ja, ja. Also ist immer, wenn die Leute einen Sport nicht verstehen, dann ist es mit der Akzeptanz sehr, sehr schwer. Ja, total. Aber die Polaris hat es vorgemacht. Ja, wenn man sich überlegt, wie die ersten Anfänge der Polaris waren, da war da wirklich eine poplige Matte. Ja, die war so eine Steckmatte, war das da, die da gelegen hat. Genau. Ich glaube, rot und blau. Ja, und da haben die langsam angefangen. Und jetzt ist das eine sehr, sehr große Veranstaltung geworden. Aber es ist trotzdem, ist natürlich eine große Veranstaltung, aber es liegt meiner Meinung nach daran, dass Grappling auch wirklich ein Sport ist, der gerade viele Leute echt begeistert und dazu bringt, dass da, also wir lassen unsere eigene Fanbase wachsen mit Leuten, die selber grappeln. Ja. Und meiner Meinung nach war EBI da wirklich so ein bisschen diejenigen, die das Ganze richtig angepusht haben, die da echt, also Eddie Bravo und seine Jungs, die haben das richtig gut gemacht, die haben das richtig gut präsentiert, die haben das, muss man überlegen, die Leute, die bei EBI gewonnen haben, ja, ob das jetzt Gary Tonen, Gordon Ryan, egal wer das ist, Eddie Cummings, also das sind halt schon die Knaller. Ja, ja, also bringst du erstmal dieses Niveau von Leuten auf die Matte und das haben die Leute natürlich wahnsinnig gerne gesehen, haben sich über UFC Fight Pass reingezogen und dann wächst es natürlich, ja, aber wir sind ja da noch, also wirklich ganz am Anfang. Und vor allem, wir sind in Deutschland. Also das muss man immer dazu sagen. Ja, nee, das muss man schon, also muss man ganz einfach sehen. Hier in Deutschland, da jetzt war gerade Fußball-EM, ja, da bewegt sich ja jeder, da bewegt sich die ganze Nation und ja, ab zum Public, ja, ab zum Public Viewing. Ich, ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Aber das ist so, die Leute, das ist echt verrückt, ja. Und viele spielen gar keinen Fußball, weißt du, die gucken halt nur. Ja, und dann sind sie natürlich alle besser informiert als der Jogi Löw und wissen es besser als der Jogi Löw. Und dann war Deutschland raus aus der EM und dann war das Thema gegessen. Ja, ja. dann war das Thema wieder kurz so, zack, Bordstein hoch, Licht aus, der Letzte macht die Tür zu. Ja, und dann war das wieder vorbei. Und das ist halt, also sind mit Sicherheit Leute, die Fußball schauen, aber sind für mich keine echten Fans. Mhm. Also echte Fans sind dann schon wirklich die Leute, die jetzt, wie gesagt, auch mal zu Polaris rüberfliegen nach England, einfach um das live zu sehen, also einfach um mal bei dem Event dabei zu sein, die auf eine UFC gehen, wenn es in Deutschland ist, die lokalen MMA und Grappling-Events besuchen und da wirklich an der Matte sind oder am Käfig sind und das wirklich sehen wollen und dann wirklich auch wissen, wer da kämpft und um was es geht. Und das heißt halt, ich habe früher American Football gespielt, als ich so ein junger Scheißer war. Und das war unglaublich. Wir haben im Dante-Stadion in München gegen die, ich glaube, die Munich Cowboys waren es oder die Munich Rangers, weiß ich jetzt gar nicht mehr, ist schon ewig her, 30 Jahre. Und wir haben da genau vor 0 Zuschauern gespielt. 0. Im Stadion 0 heftig. Zuschauer. Warum? Weil der Sport viel zu komplex ist, weil der Sport einfach nicht einfach zu verstehen ist. Und dann ist es halt die Sache, das, was man nicht so gut versteht oder wo man dann kann man da auch, kann man der ganzen Sache nicht so gut folgen, dann kommt man gar nicht so ins Mitfiebern. Ja, und da ist dann halt das Sub-Only-Grappling schon deutlich besser, weil es da halt nicht um Punkte geht oder um Vorteile oder Kampfrichterentscheid, sondern ist ganz klar, wenn der gewinnt, dann hat er den submitted, der andere hat abgeklopft oder der Ref ist dazwischen gegangen, dann weiß man, das ist jetzt der Sieger. Oder wenn es keine Submission gibt, dann sind halt beide raus. Mhm. Ja, haben es nicht geschafft, den anderen zu tappen. Tschüss, die nächsten zwei bitte. Mhm. Und das finde ich halt, das macht also dieses Format, was Kazushi Sakuraba da aufgebaut hat mit Quintet, ist natürlich
übelst publikumstauglich. Also das kann sich wirklich auch dann jeder anschauen, wenn es mal soweit ist. Man kann dann mitfiebern und kann dann auch mitfeiern, ja, bei den guten Kämpfen. Und dann glaube ich schon, dadurch bildest du ja die Leute aus, dadurch informierst du die Leute, dann kriegst du irgendwann auch ein sachkundiges Publikum. Und dann, glaube ich, ist da schon ordentlich Potenzial drin. Ja, definitiv, ja. Sakuraba hat auch heute Geburtstag. Echt? Ja, ist 2. Muss ich noch gratulieren. Ja, genau, wir haben den 14. Heute hat er Geburtstag, die Legende, ja. Sakuraba. Ah, nee, er hat gar nicht mehr. In Japan, die Japaner sind ja 8 Stunden voraus. Ja, okay. Dann war es schon. Dann ist schon gegessen, aber ich schreibe ihm nachher trotzdem. Dann nachträglich. Ja, genau, nachträglich. Ja, aber es ist natürlich eine Bombensache, was der da mit Quintet auf die Beine gestellt hat. Ja. Ja, wenn man mal so die Quintet-Events verfolgt, das ist halt schon echt richtig gutes Grappling, was man da sieht. Und es ist halt wirklich super einfach zu verfolgen. Du tappst den, du hast gewonnen, du tappst ihn nicht, beide gehen raus. Und das ist, glaube ich, das. Und die Mannschaft, die als letztes Kämpfer auf der Matte stehen hat, hat gewonnen. Also er hat eigentlich aus dem Individualsport einen richtigen Teamsport gemacht. Also er hat es wirklich geschafft, einen echten Teamsport mit Teams draus zu schöpfen, was ja die DGL auch in Deutschland schon gemacht hat, muss man auch ganz klar sagen. Das war auch schon über 10 Jahre her, als die DGL gestartet hat. Ja, und da hat man schon gesehen, das hat Potenzial, das kann man wirklich richtig gut aufziehen. Aber es ist halt schwierig, einen Ligabetrieb aufrechtzuerhalten mit Mannschaften, wo keiner so recht eigentlich weiß, wie, ja, bringst du wirklich das Team zu jedem Kampftag in Form auf die Matte? Ja, da ist, glaube ich, noch so die Disziplin bei vielen Grapplern nicht so überragend. Ja, das sind dann mehr so, ja, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Ja, so brasilianische Mentalität ein bisschen. Und da ist es natürlich wahnsinnig schwer. Also solange da wirklich nicht Verträge im Spiel sind oder wirklich Geld im Spiel ist, wirst du dir damit echt schwer tun. Ja. Da einen ordentlichen Betrieb hinzustellen, den jeder nur mitmachen kann, wenn er will, wenn jeder kämpfen kann. Ja, wenn das alles, solange das so ist, wird das noch sehr in den Kinderschuhen stecken bleiben. Also um den Sport professioneller zu machen, wird man dann einfach irgendwann den Schritt gehen müssen, wird Verträge schließen müssen, wird Preisgelder zahlen müssen. Ja, dann geht das Ganze los wie im MMA. Aber daran wird meiner Meinung nach kein Weg vorbeiführen. Ja. Das wird auch kommen. Ist halt noch Pionierarbeit ohne Ende. Ja, und ja. Aber umso geiler ist es ja, dass du so die Creme de la Creme aus Deutschland auf deiner Veranstaltung hast. Ja, ja, ich bin da schon. Brown und Black Belts. Ja, die auch super bekannt sind. Ja, ich bin da schon stolz drauf. Also vor allem die Leute, also jetzt aus allen Teams. Die Leute kenne ich auch schon, ich weiß nicht, seit wie vielen Jahren, waren oft auf unseren Events. Man läuft sich auch sonst auf anderen Events immer wieder über den Weg. Man hält da über Jahrzehnte teilweise echt einen guten Kontakt und hat einen guten Austausch. Ja, und dann hast du einfach 5 Mannschaften beieinander. Also wir können mal die 5 Mannschaften vorstellen. Ja, vielleicht. Bitte, das wäre, glaube ich, mal, so ganz angebracht, dass die Leute nicht immer nur hören, ja, da kämpfen 5 Teams. Also stellen wir mal den Titelverteidiger vor, würde ich jetzt sagen, die Fight Fusion. Team Fight Fusion aus Regensburg von Jan Zander und der Hanna Rauch. Ich glaube, da muss man in Deutschland in der Grappling-Szene gar nicht mehr viel dazu sagen. Also Hanna und Jan, beides Schwarzgurt in BJJ. Beide übelst erfolgreich bei Wettkämpfen. Wirklich auf der ganzen Welt unterwegs. Fliegen auch wirklich, also die machen das echt mit Leidenschaft und viel Einsatz. Gehen da vor den Mundials, gehen sie immer noch nach Amerika rüber ins Trainingscamp. Also die leben das. Ja. Ja. Und da muss man schon sagen, das Team kann nur stark sein. Wir hatten da beim Austin Rising Sun, hatten wir echt bitterböse zu kämpfen mit denen und die haben dann wirklich super verdient gewonnen. Das war, die haben super starke Leute am Start, die man so gar nicht in Deutschland noch auf dem Schirm hat. Da der Hafeni. Ja. Beispiel. Heftig, ne? Der ist 17. Ja, der ist 17, ey. Ja, der ist 17. Ja, ja, ist eine Maschine. Oder ist er jetzt mittlerweile 18 geworden? Kann sein. Also, kann sein, ja. Aber das ist einfach mit 17 als Blue Belt. Ja, also der hatte einen Brown Belt im Luther Livre und einen Black Belt im Luther Livre. Hatte der in der Backmount und die haben den nicht weggekriegt. Ja.
Also die haben den einfach nicht weggekriegt. Ja, der war ja da wie drauf getackert und hingeschweißt. Mhm. Und also ich hatte den Hafeni nicht gekannt. Und hab ich den dann angeschaut und denke mir, ja, das geht schon, der hat ja auch knapp über 70 Kilo. Das ist auch so ein schmaler Wurf, ja. Mhm. Unglaublich. Also wirklich unglaublich, was der da rausgezogen hat. Das war dann natürlich Lukas Gruber. Mhm. Auch sehr bekannt schon, ja. Ja, gut, als Europameister darf man schon bekannt sein. Ja. Also das ist ja schon ein richtig guter. Ist auch immer in den Medaillenrängen bei den ADCC-Events in Deutschland. Mhm. Also muss man schon sagen, ist definitiv einer von den richtig starken Grapplern in der Klasse. Ganz klar, den muss man auf dem Schirm haben. Aber was mich echt überrascht hat, war, dass das Team Fight Fusion, also dass sie da echt drei Leute, also klar habe ich Jan und Lukas gekannt von den Events und sind ja auch schon lange genug dabei, aber die anderen drei hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Hm. Und da war schon, also gerade der Hafeni, das war ja wirklich, also da ist uns echt die Kinnlade runter. Also als der gekämpft hat, bin ich echt so an der Matte gesessen, also am Ring, und habe es echt nicht fassen können. Hm. Also normalerweise gehst du jetzt beim Selvin oder beim Jan, wenn du mal die Backbound kriegst, hey, aber da bist du da halt nicht lang. Und die haben den beide nicht weggekriegt. Ja, also falls irgendeiner der Zuschauer mal in naher Zukunft gegen Hafeni kämpfen wird, dann soll ich gleich sagen, übt Backmount Escapes und Backmount Verteidigung. Ja, also der Junge ist fantastisch. Hat auch gute Takedowns drauf. Ja, also ja. Ich habe mir tatsächlich vor dem Event habe ich mir einige Videos über ihn angeschaut. Mhm. Ja, und da war es auch ersichtlich, dass er auch, wenn er jetzt im Gi kämpft, dass er sich immer, ja, die Back Control holt, dass er immer einen Backtake hat. Ja, und das sehr gut kontrolliert, Bow and Arrow und solche Geschichten, da steht er drauf, ja, Armbar. Ja, und da hat das da super umgesetzt, ja. Und wenn man überlegt, da hat er ja 70 Kilo gewogen, ne? Irgendwie so 70, keine Ahnung was, der wiegt ja. Bei 80 Kilo. Ja, ich habe den bei der letzten Veranstaltung gesehen, so, was zur Hölle? Ja. Was macht ihr mit ihm? Ja. Ja, das ist halt echt voll der Klotz. Also der ist echt, der Wahnsinn. Ist super muskulös, super austrainiert. Ja. Also der ist wirklich übelst athletisch und er kann halt auch was. Ja. Also das muss man dazu sagen. Also genau, also nicht nur vom Körperlichen her wirklich ein Vorzeigeathlet, sondern auch wirklich von dem, was er kann. Und ich meine, also der trainiert bei Fight Fusion, der hat ja da ein Breeding Ground. Ja, das ist ja, das schreibt sich ja von und zu. Ja. Kann mit Jan trainieren, kann mit Hanna trainieren, zwei super erfahrene Black Belts. Und das Team hat ja auch noch mehr Leute außer Hanna und Jan, ja, die auf einem richtig krassen Niveau kämpfen, die echt stark sind. Mhm. Fight Fusion eigentlich bei jedem BJJ-Event, wo die als Team antreten, dann später eine Mannschaftswertung auf jeden Fall in den ersten drei Jahren also immer ganz oben zu finden. Die bringen da immer eine richtige Armee. Anstaut. Ja. Ich habe ja einen Podcast mit denen gehabt und war echt super interessant, wie professionell die sind. Mhm. Ja, also wie die ihren Tag gestalten. Ja, also es gibt wirklich nichts anderes. Ja, es gibt wirklich nichts anderes. Ja, genau. Aber auch so, das, was die in ihr Studio reinpacken, wirklich nur das Beste vom Besten, weil die sich sagen, ich möchte unsere Wettkämpfer ganz oben sehen. Ja, also brauchen die das beste Equipment und alles. Ja. Schon Wahnsinn. Also hat mich sehr begeistert. Aber die leben ja auch diesen Anspruch. Ja. Die leben ja auch diesen Anspruch. Also es ist ja nicht nur so, dass die einfach einen Anspruch haben, sondern die leben das ja auch vor. Die sagen, okay, diesen Anspruch habe ich, so mache ich es selber auch. Mhm. Ja, also ich habe ja mit Jan und Hanna schon trainiert vor etlichen Jahren, habe mal ein Seminar bei denen gemacht in der Schule. Da waren sie gerade neu in dem, wo sie jetzt drin sind. Und da war ich damals schon so, Alter, ist das groß. Ja, und das ist und wirklich die tollsten Matten drin. Also wirklich richtig gute Tatamis. Also richtig stark. Alles super aufgebaut. Und wenn du dann immer so auf Instagram mal so ein bisschen guckst und dann quasi siehst, wie das über die Jahre gewachsen ist, ist schon... Also in Bayern gibt es da nicht viele Adressen, wo du sonst wohin kannst, um auf dem Level zu trainieren. Mhm. Also das ist auch deutschlandweit, möchte ich sagen, ist wirklich eine der Top-Adressen. Mhm. Ja, und natürlich treten die an. Die haben uns letztes Mal, also das German Top Team, in die Schranken gewiesen und sind natürlich ganz klar dabei. Ich bin auch super froh, dass Hanna und Jan gleich wieder gesagt haben, hey, cool, neuer Termin. Mhm.
Natürlich sind wir dabei, also natürlich. Ich weiß jetzt allerdings noch nicht, wen sie in die Mannschaft gestellt haben. Von Fight Fusion habe ich die Mannschaftsaufstellung noch nicht gekriegt. Aber ich kann mir vorstellen, dass sie wieder mit dem gleichen Team an den Start gehen. Mhm. Hoffe ich sogar. Ja, vielleicht gibt es ja dann wenn dann im Finale, sollten wir es ins Finale schaffen, das muss man auch dazu sagen. Oh, trink mal Cola. Zero. Ah, Cola Zero. Meine Diät läuft. Ja. Ah, okay. Und jetzt cool. Heute 89,8. Als wir uns bei der Rising Sun gesehen hatten, hatte ich 98 Kilo. Ja. Okay. Also Moment läuft's. Guck mal, der Bub hat einen Oberarm gekriegt. Ja, der Bub hat jetzt einen Oberarm, ja. Freut mich echt sehr. Ja, die zweite Mannschaft, die dabei ist, die meiner Meinung nach auch eine sehr hohe Favoritenrolle hat, ist natürlich die Southfight Connection von Marco Knöbel zusammen mit dem Gregor Herb. Und jetzt haben wir eigentlich schon genug gesagt. Ja, also Marco Knöbel von den Planet Eaters. Heftig, ne? Absolute Bombe im MMA, Braungurt, ein super solider Typ, Southside Connection auch damals schon, noch in den ganz frühen Jahren, die DGL immer richtig gut aufgemischt und immer richtig gut dabei gewesen, also sind professionell, pünktlich, bringen ihre Leute ins Gewicht und an den Start und liefern halt ab. Ja, und das ist schon, also als ich die zwei Namen gelesen habe, also Southside Connection, habe ich gleich, es ging bei mir sämtliche Glocken. Und dann habe ich mit Marco geschrieben gehabt und dann habe ich gesagt, finde ich total geil, wenn ihr mit dabei sein wollt. Also natürlich, also ich habe ihm gleich sofort zugesagt, sage ich, natürlich seid ihr mit dabei, so ein starkes Team. Und dann hat er mir die Mannschaftsaufstellung geschickt und sehe ich so als zweiten Namen Gregor Herb. Dann denke ich mir so, jetzt wird es echt witzig. Mhm. Ja, Gregor natürlich einer der Grappler- und MMA-Kämpfer schlechthin in Deutschland. Mhm. Also das muss man ganz einfach, ich weiß nicht, wie oft der Europameister war, also wirklich ein super, super, super starker Kämpfer und halt ein sehr einfaches Game, aber halt übelst effektiv. Ja, weniger ist manchmal mehr, ne? Also. Ich feiere sowas ja total, ja. Anstatt irgendwie mit der Modewelle zu gehen, so mal gucken, was dieses Jahr Haute Couture ist im Grappling, machen ja viele. Ja. Hat der Gregor ein sehr stabiles, sehr verlässliches und auch extrem submission-orientiertes Game und ist natürlich dadurch eine absolute Gefahr für jeden. Mhm. Und er zieht das Game halt wirklich so konsequent durch, da hast du echt Probleme, am Leben zu bleiben. Also das wird nicht einfach für die Leute, ja. Mhm. Und also allein mit den beiden Leuten, als ich die zwei Namen gelesen habe, war ganz klar, also Southside Connection auf jeden Fall auch dabei, super erfahrene Leute, auch die anderen im Team, wirklich alles starke Grappler, alle, ich glaube die meisten Amateur-MMA-Bilanz oder teilweise sogar schon Pro-MMA-Kämpfe dabei. Also wirklich ein super, super starkes Team, natürlich auch aus dem Süden, ja, Southside Connection. Aber das ist schon allein wegen Marco und wegen Gregor ist es natürlich absolutes Highlight, das Team mit dabei zu haben. Ja. Und allein, dass ich durch dieses Team diese zwei Leute bei uns auf der Matte habe, das wird schon richtig cool. Dann haben wir die Slamlinge. Ich fand den Namen ziemlich cool. Ja, das ist hundertprozentig eine Wortschöpfung vom Stefan. 100%, da könnte ich wetten, dass das vom Stefan kommt. Ja. Also ich habe schon angedeutet, ganz klar, die Slamlinge von Stefan Larisch und von Lukas Zielonka. Und beide kenne ich schon jetzt echt mittlerweile viele, viele Jahre. Beide mag ich wahnsinnig gerne, schätze sie wirklich sehr als Menschen und als Sportler. Mit dem Stefan drüben gewesen in Moskau beim M1 durfte ich ihn betreuen. Also es ist schon, ich mag den Jungen einfach. Der hat mich in meinem Kampf betreut gegen Marshmallow. Okay. Also, ja, das ist echt richtig cool. Also da ist echt eine Freundschaft draus geworden. Der war auch schon bei uns im German Top Team. Ist mal zum Rollen vorbeigekommen, hat kurz die Leute verarztet. ist dann wieder gefahren, ja. Stefan, ein unglaublich starker Black Belt, meiner Meinung nach. Also möchte ich sagen, einer der absoluten Top-Wettkämpfer in Deutschland. Der ist schon richtig, richtig, richtig stark. Und also auch schon lange schon dabei. Ich glaube, er hatte schon zwei Stripes, dürfte auf seinem genau, glaube ich, schon haben. Ne? Weiter dann, ja. Also der ist schon Waffe.
Ja, einfach Waffe. Ein Lukas kenne ich ja auch schon ewig und hat dann ganz früher Amateur-Shooter bei uns gekämpft, hat jetzt mittlerweile auch schon Profi-Shooter bei Shooter Kings gekämpft und ist halt auch ein übelst guter, ringerisch super stark, ja, aber starke auch Takedowns, ja. Sehr gefährlich mit den Submissions, also der haut die Dinger schon raus und wie was jetzt sein Favorite ist, haue ich nicht raus, weil ich roll viel mit ihm. Ja, aber mehr sage ich jetzt nicht natürlich, ja, aber da kann man sich auf einiges gefasst machen. Ja, also ja, da hat mich oft mit dem gleichen Scheiß immer gekriegt, das gibt's nicht, ja. Denke ich Triangle. Nein. Nicht? Weil die Triangle zieht da wirklich richtig gut oder geht dann von Triangle auf Armbar. Ja, lasst euch überraschen. Ja, wir lassen uns überraschen. Das ist wirklich brutal, das Ding, ja. Okay. Ja, ich bin super gespannt. Ich bin ja auch wirklich. Ich freue mich ja so sehr auf dieses Event, weil es eine der wenigen Gelegenheiten in Deutschland ist, wo man wirklich Top-Grappler aus dem kompletten deutschen Raum mit beim Event dabei hat und das Ganze auch noch mit einer super guten Plattform wirklich einer großen, breiten Masse zugänglich machen kann. Mhm. Ja, wenn wir sonst irgendwelche Grappling-Events haben, dann gibt es vielleicht mal Einzelkämpfe als YouTube-Video oder so. Ja, vielleicht gibt es mal ein bisschen Facebook Live. Ja, aber das geht ja eigentlich immer wieder unter. Mhm. Wenn man es jetzt echt mal hinbekommen hat, dass man den Grappling-Sport auch wirklich mal über eine Plattform wie Sport Deutschland wirklich einer breiten Masse zugänglich machen kann, dann ist es natürlich ein Riesending, finde ich. Ja. Und ehrt ja dann natürlich auch die Kämpfer, die dabei sind. Ja, und dann sehen die Leute mal wirklich richtig gute Fights, richtig gutes Grappling. Und da freue ich mich, ich feiere das wie, also ich bin ja da weniger Veranstalter, sondern mehr Fanboy. Also ich bin ja da immer an der Matte und freue mich da wie ein kleines Kind, wenn ich echt geile Kämpfe sehe. Ja. Also die Slamlinge, natürlich, Stefan Larisch, Lukas Zilonka. Da habe ich aber auch noch nicht die komplette Mannschaftsaufstellung. Da fehlen mir noch die Daten, wer jetzt aktuell wirklich kommen wird und kämpfen wird. Mhm. Und einen kenne ich davon. Mit dem trainiere ich auch schon so lange. Okay. Eike am Wege. Eike am Wege, genau. Ich habe gedacht, der hat uns oft begleitet auf Turnieren. Ja, okay. War auch schon mit mehrfach auf den Europameisterschaften in Lissabon. Ja, hat auch hier in Deutschland einige schon gerissen. Okay. Klein, aber fein. Top-Athlet. Okay. Ja, saugefährlich. Okay. Und es ist schwer, ihn zu passen. Ist wirklich schwer. Ja. Okay. Auch als Schwergewicht hat man wirklich seine Probleme. Ist man viel am Kotzen. Ja. Und okay. Da kann man sich auf einiges freuen. Super technisch und der ist so flexibel. Das ist unglaublich. Ja. Also, das ist. Der wird auch dabei sein. Also das macht richtig Bock. Also ich habe echt schon richtig Bock, das Event auch zu sehen, ja, live vor Ort zu sein, direkt an der Matte zu sitzen. Ich werde bei euch am Tisch sitzen. Mhm. Ja, wir werden da so diese ganze Smoothcomp-Geschichte machen. Also das werde ich dieses Mal machen, dass der Bruno ein bisschen entlastet ist. Und ich kann es echt kaum abwarten. Also es sollte jetzt schon nächste Woche Samstag sein. Ich habe jetzt echt richtig Bock, die Kämpfe zu sehen. Mhm. Freue mich da riesig drauf. Also wir haben jetzt mal klar Fight Fusion, dann haben wir Southside Connection und dann haben wir jetzt die Slamlinge und dann haben wir noch Alpen BJJ vom Dani Brauchle aus Kempten. Also zwei bayerische Mannschaften mit dabei. Richtig cool. Dani brauche ich, glaube ich, in der Grappling-Community in Deutschland auch nicht vorstellen. Den kennt, glaube ich, wirklich jeder. Auf jeden Fall. Auch schon bei mir im Podcast. Also kann ich unten im Video reinpacken. Ja, hört es euch an. Super witziger Typ und seitdem haben wir auch recht viel Kontakt. Ja. Und, super herzlich und ein absolutes Biest auf der Matte. Mhm. Ja, definitiv. Und der hat auch natürlich schon sehr, sehr starke Leute bei sich. Die trainieren ja quasi in der Scheune. Ja. Das ist so ihr kleiner Trainingsraum, den sie da haben. Aber meine Erfahrung, und das hat sich, wenn ich die Mannschaft von denen sehe, immer wieder bewahrheitet, wenn Mannschaften auf so einem kleinen, begrenzten Raum zusammen trainieren, dann ist das echt, also das ist gut für die Entwicklung. Mhm. Die werden bockstark, die werden bissig, die werden richtig, also das merkst einfach, dass das Team einen echt guten Spirit hat, dass die auch einen echt guten Zusammenhalt haben. Mhm. Und wenn du dir da den Michael Haupert anschaust, ist ja auch ein absoluter Klotz. Ja, das ist ja voll die Waffe. Abgezogen wie ein Aal. Ja, super austrainiert, super, super, super stark physisch. Also konditionell hat er, glaube ich, kennt er Probleme gar nicht.
Ja, und also, wenn ich jetzt mal von jedem Team zwei nennen darf, ja, damit es so ein bisschen ein gängiges Bild hat, dann ist es in dem Team bei Alpen BJJ schon der Dani Brauchle als BJJ Schwarzgurt und der Michael Haubert als Braungurt, der meiner Meinung nach auch nicht mehr lange bis zum Schwarzgurt braucht. Ja, also ist schon ein echt starker und echt guter. Und also das ist natürlich auch eine Mannschaft, die bringt da ein Team, das auf jeden Fall kämpfen und gewinnen will. Die sind ja alle durch die BGC, dieses Sub-Only-Game, gewöhnt. Die wissen das sehr wohl, wie das abgeht. Über die Tag-Team-Meisterschaften sind die auch ganz, ganz fit drauf, was Mannschaft und so angeht. Also, dass man das wirklich als Teamsport sieht. Die machen das richtig gut. Und ich glaube, dass die da wirklich eine Überraschung parat haben werden bei dem Event. Also, dass das echt gut laufen wird. Das glaube ich auch. Und dann das fünfte und letzte Team ist natürlich mein Team, das German Top Team. Und wir haben gerade wirklich richtig Probleme, eine Mannschaft auf die Beine zu stellen. Also man möchte es nicht glauben. Ja, das ist die Vorurlaubszeit oder die kurz vor der Urlaubszeit sind jetzt Alex Budja, den ich unbedingt aufstellen wollte, mit seinen grazilen 115 Kilo pure Muskelmasse. Den hätte ich gerne dabei gehabt. Ist weg, ist nicht da. Der Daniel Tempera, den hast du das letzte Mal kämpfen sehen, ist weg, ist nicht da. Jan Grohmann, Jan Grohmann, ist weg, ist nicht da. Ja, also ja. Wir stehen jetzt gerade echt ein bisschen auf dem Schlauch. Also wir werden definitiv eine Mannschaft stellen, aber wir wollen natürlich die Optimalmannschaft stellen, also das Beste, was wir irgendwie rausbringen können. Und da haben wir es dieses Mal richtig schwer. Also das wird dieses Mal echt ein Kampf. Ich mache es jetzt mal wie bei den anderen Teams. Ich nenne jetzt mal zwei Namen. Und die zwei Namen sind ja, fangen wir mal mit dem einen an, Markus Held. Der Hero. Ja. Der Hero wird dieses Mal mit seinen grazilen 69 Kilo fürs Team starten. Hat er letztes Mal den Superfight gegen den Frank Stäblein gemacht. Hat auch, du warst ja dabei, als er in Grünsfeld gekämpft hat, bei Legion FC. Ja. War auch eine super schöne Submission, die er da rausgehauen hat. Ja. Und der Markus, der hat letzte Woche in Griechenland gekämpft und verloren. Und da habe ich gesagt, alles klar, jetzt stehst du im Team, jetzt musst du kämpfen. Mhm. Also einfach mal direkt, das war echt bitter anzuschauen in Griechenland. War ein super starker Gegner, war Nummer zwei in Griechenland bei den Profis. Also schon echt ein Knaller. Aber Markus hat meiner Meinung nach unter seinen Möglichkeiten gekämpft, hat eine Submission gehabt und hat sie aber nicht konsequent gemacht und hat es dadurch auch wieder verloren und hat dann letztendlich verloren. Dann habe ich gesagt, okay, da müssen wir dran arbeiten. Ab auf die Matte bei Rising Sun. Also er wird jetzt bei Rising Sun grappeln und der ist ja technisch wirklich echt gut. Der weiß schon, was er macht. Also dem kann man zuschauen, da wird es nicht langweilig. Ja, und als zweiten den Selvin Rančilović. Jetzt nenne ich mal die zwei. Der Selvin dann als wahrscheinlich als Team-Captain. Ja, mal gucken. Ich glaube, Selvin als Team-Captain. Und Selvin ist natürlich auch ein super starker Grappler, aber der hat meiner Meinung nach auch noch nicht das gezeigt, was er kann. Im Training terrorisiert er die Leute auf der Matte. Ja, da hast du keinen Spaß. Der kontrolliert deine Arme, der kontrolliert deine Position. Da kriegst du echt Kotzanfälle. Ja, hat jetzt auch letztes Jahr, als wir im Lockdown oder kurz nach dem Lockdown das Maeda-Submission gemacht haben, hat er ja alle im Pool gekämpft und hat alle getappt. Ja, also inklusive Dani Brauchle, Michael Haubert, also da sind jetzt auch schon alte Bekannte dabei, die jetzt wieder bei Rising Sun antreten werden. Hat er also auch schon Schwarzgurte getappt und er kann das echt richtig gut, ist ein richtig starker, aber bei dem ist es wirklich, da ist es dann echt die Tagesform, die entscheidend ist. Mhm. Und wenn der Selvin eine starke Tagesform hat, dann möchte ich wirklich behaupten, dass der echt für jeden ein richtiges Problem wird. Ja, und also die zwei, ich nenne es mal den Hero und den Joker, die zwei fürs German Top Team, soweit kann man es, glaube ich, sagen. Wir haben jetzt, glaube ich, vier Positionen mittlerweile im Team besetzt. Eine ist noch so ein bisschen Wackelposition, da wissen wir noch nicht so richtig, wen wir da reinsetzen. Ansonsten muss halt der René mal kurz den Ohrhörer runter machen. Dann kannst du alleine moderieren. Dann muss der René mal kurz, warte mal, ich gehe mal kurz kämpfen. Ja. René übrigens auch ein technisch echt guter, mit dem muss man rollen. Das macht echt Spaß mit dem. Der ist echt
Der ist echt fit, der Junge. Also der kennt sich schon aus. Ja, also die fünf Teams. Wir haben Fight Fusion Regensburg, wir haben die Southside Connection, wir haben die Slamlinge, wir haben Alten BJJ aus Kempten und das German Top Team. Und dann wird es ein Preliminary Fight geben. Das wird Alten BJJ sein gegen die Slamlinge. Ja. Das wird so der Preliminary Fight sein, weil das die zwei Mannschaften sind, die ich so in Besetzung noch nicht kennen oder die noch nicht dabei waren. Und der Sieger wird dann gegen das German Top Team im Halbfinale kämpfen und im anderen Halbfinale haben wir dann gleich den ersten richtigen Megaknaller. Ja, und das ist Southside gegen Fight Fusion. Und da, also das ist meiner Meinung nach eigentlich so das richtige Finale oder das wahre Finale. Aber wir haben echt überlegt, wie wir es machen sollen, dass es wirklich auch für die Zuschauer und für die Mannschaften wirklich super interessant ist. Und dann war ganz klar, also Fight Fusion halt war letztes Mal so überragend stark, wenn du denen jetzt irgendein leichte Gegner gibt es ja sowieso nicht, aber eine Mannschaft hinstellst, die nicht on peak sind, ja, dann wird es auch ein sehr, sehr kurzer Spaß. Und das war dann also wirklich die Überlegung. Ich habe da lange dran gesessen, wie wir das machen können, was am meisten Sinn macht. Und es ist dann wirklich so, wir haben das eine Halbfinale, also die zwei sind schon ganz klar im Halbfinale, Fight Fusion und Southside. Da sind meiner Meinung nach auch definitiv die zwei stärksten Mannschaften. Eine wird rausfliegen, eine wird im Finale stehen. Und auf der anderen Seite, die anderen drei Mannschaften, da weiß ich nicht so recht, wie ich die einzelnen Teams einschätzen soll. Deswegen habe ich die in einen Pool gepackt. Die zwei Unbekannten kriegen einen Preliminary Fight. Und dann schauen wir mal, was sie gegen meine stark reduzierte Top-Team-Mannschaft machen. Und dann sehen wir, wer da im Finale steht. Und dann wird das Finale auf jeden Fall auch eine sichere und sicherlich eine interessante Geschichte. Also werden wir vier Team-Duells haben. Und die vier Team-Duelle werden meiner Meinung nach die Leute schon von den Hockern reißen. Das glaube ich auch. Also hört sich super an. Ja, wie gesagt, ich freue mich tierisch darauf. Ja, und besonders auch, weil natürlich ein paar Bekannte von mir auch dabei sind, die dann kämpfen. Ja, genau. Das ist, da würde ich vollkommen durchdrehen. Ja, darfst du ja auch. Also du kannst ja wirklich, ihr braucht da gar nicht immer so cool sein beim Moderieren. Ich mag das schon immer, wenn man den Emotionen dann auch einfach freien Lauf lässt. Und wenn du jetzt einen Kumpel von dir kämpfen siehst, ja, dann hockst du natürlich nicht da und sagst so, ja, schön die Guard passiert. Ja. Ja. Oh mein Gott. Ja, genau. Da kannst du mal direkt abfeuern. Ich finde es auch wichtig, dass diese Emotionen dann auch wirklich rüberkommen und auch auf die Zuschauer überspringen. Deswegen war ja auch die Überlegung, dass wir wirklich Zuschauer mit in den Raum nehmen, also mit in die Veranstaltungsräume nehmen, weil ich einfach glaube, dass es auch für die Kämpfer und für die Teams nochmal was anderes ist, wenn da auch noch andere Leute da sind. Also nicht nur dieses reine vor der Fernsehkamera kämpfen, sondern wirklich, das sind auch Leute da. Da sind Leute, die gucken zu, die fiebern mit, die feuern an, die schreien, die jubeln. Ja, das ist einfach eine ganz andere Atmosphäre. Deswegen haben wir uns für die Zuschauer entschieden. Und ich glaube schon, dass das echt was bringt. Und wenn ihr dann als Kommentatoren-Duo, ja, du und der Lenis dann, wenn er da noch richtig abgeht, dann kann nur gut werden. Also ihr habt ja beim ersten Mal schon einen fantastischen Job gemacht. Ja, wirklich, also ich bin übelst zufrieden. Ja, deswegen auch gleich der Martin Fahrt, euch auch gleich beide geholt für Legion FC. Also so langsam, ich glaube, dass ihr da echt ganz gut euch super ergänzt. Ihr habt beide sehr angenehme Stimmen, eine sehr angenehme Art und Weise zu reden. Habt beide echt Ahnung von der Materie, was ja wirklich wichtig ist, wenn man sowas moderiert. Und dann jetzt das dritte Mal zusammen bei Rising Sun 2 am 24.07., dann wird das echt eine richtig gute Geschichte. Auf jeden Fall. Ich freue mich, wie gesagt, tierisch darauf. Ja, und ich mich auch. Bin schon sehr, sehr gespannt. Ja, das wird ein absolutes Highlight. Und ich bin der festen Überzeugung, ja, wie gesagt, klickt unten auf den Link drauf, auch zu dem sportdeutschland.tv. Ja, guckt euch das da an, kauft die Karten. Ich will 100 Leute in der Halle sehen. Ja, das wäre richtig geil. Das wäre richtig geil. Ja, 30.000 Leute hören sich das pro Woche an. Ja, also wenn ich jetzt den Podcast droppe, hören es sich 30.000 Leute, hören sich den Scheiß an. Ja, und von den 30.000 Leuten wird es ja hoffentlich mal 100 Leute geben, die da runterkommen nach Böblingen. Ja,
ins ja. Gym 24 nach Böblingen. Gym 24 ja? von Frank Lutz, richtig. Das ist auch einer unserer treuen und guten Partner. Also wenn man jetzt mal so ganz kurz mal erwähnen darf, wer da eigentlich alles dabei ist, weil das ist ja keine One-Man-Show. So ein Event ist ja immer ein Ergebnis von Zusammenarbeit unterschiedlichster Menschen und Gruppierungen oder Unternehmen, was dann letztendlich darin gipfelt, dass die Zuschauer echt ein geiles Event sehen und dass die Sportler wirklich ein cooles Event haben, wo es Spaß macht zu kämpfen. Und der Frank Lutz, der trainiert bei mir, der betreibt zusammen mit seinem Partner eine Kette an Fitnessstudios. Und diese Kette, Gym 24, das Studio in Böblingen-Hulb ist, also das ist schon wirklich was selten Feines. Also wirklich was selten Feines. Das war eigentlich auch fürs letzte Event unsere erste Wahl. Wir haben dann aber umentscheiden müssen, weil die Raumhöhe von dem Raum, den wir da haben wollten, zu... Es wäre kritisch geworden mit dem Boxring drin. Ja. Ja, also das war der einzige Grund. Aber der Raum gefällt mir richtig gut. Der ist groß, da hast du Platz, da kannst du reinstellen. Das ist wirklich, du hast eine Terrasse mit dabei. Also es ist wirklich super edel mit einer, hast du nicht gesehen, was da für eine Luftfilteranlage drin ist, mit siebenfachem Luftumtausch und also nur das Beste vom Besten und keine Leinwand, sondern wirklich ein 2x3 Meter großer Bildschirm an der Bühne. Ja, für, ja, ist also wirklich richtig fein, also wirklich richtig fein. Also nur das Feinste vom Feinen und Gym 24 echt eine richtig gute Kette. Die haben wirklich, das, da merkst du einfach, das sind Sportler, die auch wirklich mit Herzblut bei der Sache dabei sind. Und der Frank hat es da mit seinem Partner aufgezogen. Das ist echt ein richtig gutes Ding. Und der stellt uns natürlich für Rising Sun wirklich kostenlos die Location zur Verfügung. Und das komplette, ja, ist richtig geil. Die Kämpfer werden dann im Aufwärmbereich natürlich auch einen eigenen Bildschirm haben, also große Leinwand mit Beamer, werden sich dann quasi live die Kämpfe anschauen können. Während sie sich warm machen. Ist schon echt richtig cool. Also es ist echt wirklich edel, nobel, wirklich vom Feinsten, alles tipptopp, kann man eigentlich nur träumen von sowas. Und der Raum, wo das Event dann auch stattfindet, das wird dir sehr gefallen. Also es wird dir wirklich sehr gefallen. Ja, ich bin sehr gespannt. Das andere Gym 24 war auch schon richtig geil. Ja. Da ist Böblingen meiner Meinung nach noch eine ganze Ecke besser. Vor allem der Raum, wo das Event stattfindet, ist schon echt, das ist schon schick. Also es ist schon richtig schick. Ja. Martin, packst du's? Okay. Ja, dann haben wir dabei natürlich die Gotha-Versicherung, die Generalagentur von Patrick Deile, ohne den ich ganz de facto fast kein Event machen würde in Deutschland. Ist wirklich einer, der immer unterstützt und nicht nur finanziell. Das macht er aber auch echt großzügig, muss man sagen. Wirklich nicht nur finanziell, sondern der stellt immer Manpower zur Verfügung, der macht Kontakte, der stellt sein Know-how zur Verfügung, ja. Also das ist wirklich einer, der lebt den Sport zu 100% und der ist einfach nur froh, wenn er helfen kann, dass es wächst, dass es weitergeht. Der ist damals übrigens auch als Sponsor zu mir ins Gym gekommen. Also der hatte erst ein Event gesponsert von uns, ja. War dann natürlich bei dem Event live vor Ort und hat gesagt, er möchte da bei uns trainieren. So ist der Patrick eigentlich zu uns gekommen. Also die Generalagentur von der Gotha-Versicherung in Reutlingen ist Sponsor. Dann die Steuerkanzlei Schmid, der Mark Oliver Schmid in Reutlingen, wirklich eine riesengroße Steuerkanzlei und auch eine sehr, sehr gute Steuerkanzlei. Also man möchte es nicht glauben. Es gibt wirklich noch Steuerberater, also nicht nur Leute, die fürs Finanzamt die Steuern verwalten, sondern wirklich Steuerberater. Bin jetzt seit Jahren bei Mark. Marc trainiert übrigens auch bei mir. Oliver, ja, also auch sehr affin. Seine Kinder trainieren bei uns, sind beim Alex Budia im Kickboxen. Also wirklich richtig gut. Und ist auch einer der ganz wenigen, der gar nicht so im Gegenzug da die Werbung oder was dafür haben will oder Reichweite oder irgendwelche Klickzahlen haben möchte, sondern der sagt, du Peter, was du da machst, ist echt eine gute Sache, das möchte ich unterstützen. Also der interessiert die Werbegeschichte gar nicht so sehr. Der sagt einfach nur, du, ich sponsor das Ganze, weil ich das einfach für eine gute Sache halte, weil das einfach richtig gut ist. Also Marc Oliver Schmid und die Steuerkanzlei Schmid sind dabei. Dann haben wir natürlich Fuji Sports Europe. Ja, da bin ich neu dabei, ne?
da bin ich echt stolz drauf und das ist auch, das lief eigentlich vollkommen unkompliziert und unproblematisch. Ich habe die einfach angeschrieben, habe gesagt, hey Leute, wir machen hier ein Event. Und ich möchte einfach mal nachfragen, ob Fuji an sowas interessiert ist. Wir haben die und die Reichweite, habt den Link zum Event geschickt, läuft auf Sport Deutschland, wir haben die und die Zuschauerzahlen. Ist das für euch interessant? Habe einfach mal so ins Blaue nachgefragt. Und dann kam direkt am nächsten Morgen eine Antwort. Habe mich schon mal sehr verwundert. Ja, also wirklich die Jungs, der Micha Busch, gleich reagiert drauf und hat dann echt gesagt, hey, finde ich eine super Sache, was ihr da macht. Sag uns mal, was du dir vorstellst. Und dann sind wir uns sehr, sehr schnell einig geworden, haben da ein paar Mal geschrieben und dann auch lange telefoniert. Dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Also Fuji Sports Europe und BJJ Fight Gear, das ist ja auch ein Online-Shop von denen, die sind jetzt mit dabei. Die werden das Ganze unterstützen. Wir werden natürlich auf Fuji-Matten kämpfen. Haben eine funkelnagelneue Wettkampfmattenfläche gekauft, 6x6 Meter, aus den feinsten Rollmatten, was man sich vorstellen kann. Also wirklich echt gutes Ding. Haben einen super, 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 super Discount drauf gekriegt. Also quasi die Matten fast für umme. Also wirklich für nicht nennenswertes Geld. Wirklich richtig geile Matten gekriegt. Echt ganz, ganz stark. Was natürlich das Event auch wieder aufwertet, wo ich ganz einfach sagen muss, hey, ist einfach eine hammergeile Mattenfläche. Ja. Und das wird dann schon richtig gut. Dann haben wir BJJ Fight Gear, Fuji Sports Europe, also die Holland Connection haben wir jetzt abgehakt, die auch mit Sicherheit bei dem Livestream zusehen werden, die sich das anschauen werden. Und ich denke mal, wenn die da die Kämpfe sehen, dann werden die schon wissen, dass sie da auf das richtige Pferd gesetzt haben. Dann haben wir noch dabei Sport Deutschland ist als, natürlich als Partner dabei, ist gleichzeitig auch die Streaming-Plattform, aber die unterstützen uns schon mit, also es ist schon echt krass, was wir von denen Equipment kriegen. Ja, man muss überlegen, das wird mit drei Kameras aufgezeichnet, also nee, nicht aufgezeichnet, sondern übertragen, natürlich auch aufgezeichnet, übertragen, das heißt, wir können verschiedene Kamerawinkel live in der Live-Regie schalten, haben natürlich dann das Kommentatoren-Set mit dabei, ja, dass wir auch zwei Live-Kommentatoren bei der ganzen Geschichte mit dabei haben, nicht nur einen, der die ganze Zeit so einen Monolog führt, sondern wirklich, finde ich, ist für den Zuschauer und für den Zuhörer auch ganz wichtig, dass da eine Interaktion zwischen dir und René stattfindet. Ja. Das war auch beim ersten Mal. Ich habe das schon so gedacht und meine Hoffnungen wurden Gott sei Dank bestätigt und sogar übertroffen. Das kam richtig gut rüber. Und wenn du einfach zwei Leute hast, die über das, was auf der Matte passiert, wirklich sachlich und fachlich korrekt darüber reden und das wirklich aber dann auch so in Worte packen, dass es auch der Normalsterbliche versteht. Ja, weil für uns sind ja ganz viele Anglizismen, Keylock, Blabla, Leglock, ja. Da sind die viele Leute schon überfordert, kommt noch ein bisschen Brasilianisch dazu und dann mache ich das Ganze noch mit ein paar japanischen Begriffen. Ja, das sind die Leute, die stehen da und sagen, hey, was macht denn ihr da eigentlich? Ja, amerikanisch, brasilianisch, japanisch in Bodenkampf oder was? Ja. Und ihr zwei habt es echt geschafft, auch schon beim ersten Mal, das wirklich publikumstauglich für eine breite Masse so aufzubereiten, dass es die Leute auch wirklich gern gesehen haben. Du musst denken, wir haben beim ersten Event absoluter Schuss aus der Hüfte ins Blaue. 1900 Leute haben sich das live voll in voller Länge angeschaut. 1900 Leute. Ja, schon ziemlich cool. Ja, das ist schon geil. Also Sport Deutschland hat sich dann danach bei uns gemeldet. Ich habe einfach mal über den Patrick anfragen lassen, was wir denn Quote hatten. Ich habe da vielleicht mit 400-500 Zuschauern gerechnet. Ja? Und dann wäre es schon toll gewesen. Ja. Und dann, als die Zahl rausgehauen haben, da waren die auch echt beeindruckt. Ja, die machen ja auch ganz viel Breitensport, Handball, Fußball, was weiß ich, Schwimmen, Radfahren, ja. Und die waren echt, die waren wirklich begeistert, was wir da für eine Reichweite hatten. Und sehen natürlich auch Potenzial drin, dass es mehr werden kann und dass man da mehr dass man da drauf aufbaut. Und zum einen geht es natürlich über so Podcasts wie deinen. Ja, ist eine super Sache. Und das Gym24, die machen nächste Woche, machen die ein Rundmailing und natürlich die Social Media. Die haben ja allein, glaube ich, an die
12.000, 13.000 Mitglieder aktuell in ihren Studios. Wahnsinn. Die kriegen alle eine E-Mail, hey Leute, schaut euch das an. Mhm. Ja, schaltet da rein, guckt euch das an oder kommt vor Ort live vorbei und holt euch vorher ein Ticket. Mhm. Also wir generieren dieses Mal schon echt ordentlich Reichweite und ich glaube, dass das der einzige richtige Weg ist, um den Grappling-Sport in Deutschland echt professionell zu machen. Dann natürlich ADCC Pro-Regelwerk, das heißt, Hilux sind mit dabei. Das heißt, wir arbeiten auf einem internationalen Standard. Ja, in Japan ist es nicht ganz so gerne gesehen. Bei Quintet sind sie ja nicht drin, die Hilux, weil es einfach zu viele Verletzungen gibt. Und gerade wenn du ein Turnier hast und reißt mal vier Typen die Knie ab, ja, was machst du jetzt? Wo sind die Ersatzkämpfer? Ja. Aber ich denke mir, dass unsere Refs auch wirklich so fit sind und so stabil aufgestellt sind, dass man wirklich sagen kann, sind ja geschulte ADCC-Refs, dass man wirklich sagen kann, okay, also wenn wir sehen, der Hilux ist wirklich knackig drin, ja, dann brauchst du nicht mehr warten, bis es knallt, dann bricht er den Kampf ab. Ja, und also ist halt der Ref einfach mehr gefordert. Ja, oder sogar der Coach. Ja, wenn ich als Coach sehen würde, und ich habe es auch schon gemacht, ja, wenn da einer von meinen Jungs in was drin hängt, wo ich sage, jetzt wird es echt komisch, jetzt wird es gefährlich, richtig gefährlich, dann bin ich mir auch echt nicht so schade, den Kampf abzubrechen, das Handtuch zu werfen, wie auch immer. Ist natürlich im ersten Moment für die Kämpfe immer befremdlich. Ja, ich hatte das die Situation auf der BGC beim Danny Tempera. Und der kam dann wirklich in einen Reverse Hilux rein. Und so verriegelt, ich habe gesehen, der kann da nicht raus. Also das wird jetzt nicht funktionieren, wenn der andere, der Gott sei Dank noch nicht gleich voll angerissen hat, ja, sondern wenn der andere jetzt wirklich ernst macht, dann macht es genau so. Und zwar innerhalb von einer halben Sekunde. Da sind die Bänder durch und habe ich von außen abgebrochen. Und dann natürlich der Daniel erstmal so, hey, aber Peter, ehrlich, tut war noch alles grün, das sage ich ja, Dani, der hat noch nicht gezogen. Mhm. Wenn der in dem Winkel, wie das Bein, wie der das verriegelt hat, er auch, wenn der in dem Winkel zieht, dann zieht der auch nicht viel, dann zieht er 2 Zentimeter und dann knallt sich die Kreuzbänder raus. Ja. Und wir haben dann genau diese Situation im Training danach behandelt und bearbeitet und hat er gleich gesehen, okay, scheiße, ja, das ist echt gefährlich. Ja, und er war dann wirklich froh, dass ich abgebrochen habe, weil er auf dem Wettkampf will es ja nicht sofort tappen und der andere will aber unbedingt gewinnen. Ja, ja. Dann passieren halt die Verletzungen, ja. Aber ich finde, das sind die Refs gefragt, das sind die Betreuer von den Teams gefragt. Ja, und ansonsten natürlich der Kämpfer selber. Also wer lässt sich schon gerne für, warte mal, 0 Euro ein Jahr lang aus dem Wettkampfgeschehen schießen? Ich glaube mal keiner. Also wenn man in sowas drin hängt, sollte man auch mal mit der Option klarkommen, dass man tappt. Auf jeden Fall, ja. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich alle Sponsoren. Ich glaube, ich habe alle, ja. Ich glaube, ich habe alle Sponsoren genannt, alle Partner, Unterstützer. Gym24 hatten wir schon, Sport Deutschland, BJJ Fight Gear, Fuji Sports Europe. Yes! ist wirklich richtig geile Matten. Nicht irgendwelche Steckmatten oder sowas, sondern wirklich richtig geile Rollmatten. Also echt richtig cool, da freue ich mich. Und Steuerkanzlei Schmidt und ja, genau, die Gotha Generalagentur. In Reutlingen von Patrick Deile, ja. Sind alle Sponsoren dabei. Entschuldigung, und Matt Gorilla. Ja. Ja, da komme ich auf den Gi. Ja. Hey, also pass auf, ich verspreche dir jetzt im Podcast, ja. Was hast du für eine Gi-Größe? A3L. A3L. Ja. Also Narukami A3L. Ja. Narukami A3L. Okay, also. Mit der Gi, also ich teste den ja gerade. Mhm. Und ich bin, also wirklich, ich bin, also nicht, weil es meiner ist oder weil ich jetzt da so ein super Design drauf gemacht habe, habe ich nicht gar nicht. Ich bin von dem Material so unglaublich fasziniert. Also Hanf ist meiner Meinung nach echt die Zukunft. Das ist unglaublich, wie der sich auf der Haut anfühlt. Da willst du gar keinen Rashguard drunter tragen. Okay. Also die meisten Gi-Jacken haben immer so ein Innenfutter aus so Rashguard-Stoff. Ja, so toll bedruckt und sublimiert, damit es auch, sieht ja kein Schwein, ja. Aber haben sie eigentlich drin, damit es sich besser auf der Haut anfühlt. Mhm. Ja, dass der nicht so scheuert und so kratzt. Dann zieh mal ein Hanfkimono an. Hm. Da fällt dir nichts mehr ein. Und der Gi ist ja zu 100% aus Hanf. Also ist ja Jacke und Hose zu 100% aus Hanf.
Ja, es gibt genau eine kleine Stickerei auf der Hose. Also ist auch nicht überladen oder draufgeknallt oder so. Ich habe es wirklich ganz klassisch japanisch schlicht gehalten. Wirklich so ein Klassiker. Da kann man ja selber mit Patches zuknallen, ja, wenn man da drauf steht. Aber ich habe es wirklich extrem schlicht gehalten. Und der hat auch so eine geile Farbe, weil der ungebleicht ist. Er hat so eine Naturfarbe. Und das schaut einfach so edel aus. Und dann habe ich den ausgepackt und ich so, wow, was für ein geiles Teil. Und dann habe ich den angezogen und habe die erste Klasse mal mit dem G gerollt. Ey, das ist der Hammer. Also das, ich zieh definitiv nichts anderes mehr an. Okay. Das ist wirklich, das fühlt sich auf, jetzt habe ich den einmal gewaschen und in den Trockner geschmissen. Man darf ja BJJ, ja, genau. Ich habe den direkt, wasch mal, ich habe so einen Waschtrockner. Der ist richtig gut. Und ich habe den Gi, ich habe mir echt gedacht, komm, das ist jetzt ein Sample. Wenn der jetzt flöten geht, dann weiß das wenigstens. Und dann weißt du, an was man verbessern muss. Und ich habe den nach zwei Trainingseinheiten, habe ich den in den Waschtrockner geschmissen. Dann wurde der wirklich richtig schön gewaschen, hochgeschleudert mit 1600 Umdrehungen wurde der geschleudert. Und dann in den Trockner. Und dann hole ich den raus und der ist noch weicher. Das ist echt krass, das Hanfmaterial wird ja immer weicher und angenehmer zu tragen, je öfter du es wäschst und je öfter du es trägst. Und der ist wirklich nur ein bisschen eingegangen. Also mit dem Baumwollgi hätte ich das gar nicht machen brauchen, hätte ich den danach als Kindergi verschenken können. Und der ist wirklich nur ein ganz kleines bisschen eingegangen. Also wirklich nur an der Jacke, am Ärmel, die waren eh, ich habe so kurze Arme, der war mir fast ein Ticken so 2 Zentimeter zu lang und die 2 Zentimeter ist jetzt eingegangen. Das ist ja perfekt. Ja. Also der sitzt jetzt wirklich, der sitzt wie eine zweite Haut, der sitzt wie angegossen, wie maßgeschneidert für mich, A2. Und der trägt sich einfach cool aus. Das ist einfach super angenehm. Und der wird ich hoffe, dass ich es bis September, Oktober hinkriege. Da wird der dann rauskommen. Da werden wir dann die erste Lieferung kriegen. Und dann haben wir den raus und da kriegst du einen. Sehr geil. Großes Ehrenwort, kannst du mir jetzt noch festnageln, ist im Podcast, also vor ganz Deutschland, vor 30.000 Zuhörern gesagt, ja, also da kriegst du einen. Das wirst du sehen, wenn du einmal einen Hanfgi angehabt hast. Ich habe mir auch immer gedacht, was reden die Leute in Amerika? Sind sie so geil auf die Hanfgis? Ja, und jetzt habe ich einen getragen und ich verstehe es zu 100%. Also ganz klar, das ist ein Tragekomfort, das kannst du einfach nicht toppen. Wir überlegen jetzt, ob wir noch einen zweiten Gi machen aus Bambus. Okay. Das ist noch so unsere zweite Überlegung. Aber wir sind schon sehr daran interessiert, dass wir so, also als Mad Gorilla machen wir so die Sachen ein bisschen unkonventionell und nicht das, was alle machen. Wir machen alles ein bisschen anders und wir machen alles ein bisschen, nicht so von der Stange. Ja, und deswegen machen wir wahrscheinlich auch noch einen Bambus-Gi. Weil die Materialien sind natürlich eigentlich prädestiniert fürs BJJ. Das ist echt krass. Baumwolle ist ja einfach nur günstig. Deswegen machen alle Baumwolle. Ja, und natürlich ist ein Hanfgi deutlich teurer, da brauchen wir gar nicht reden. Ja, also deutlich teurer. Aber Hanf ist zum Beispiel 6-mal belastbarer und reißfester als Baumwolle. Den Gi machst du nicht kaputt. Also definitiv, den Gi machst du einfach nicht kaputt. Der ist nicht irgendwann nach 2 Jahren, wenn du den getragen hast, dann ist der nicht irgendwie ausgebleicht und da merkst du Macken im Stoff und dann gehen die Nähte auf und so, ja. Sondern es ist einfach, das Ding ist echt gemacht. Ich glaube mal, wenn der Gi wirklich gut gemacht ist, wird der dich überleben. Ja, und es ist eigentlich der Anspruch, den ich habe. Also wir wollen nicht in Masse jetzt irgendwie Gis raushauen, sondern in erster Linie möchte ich mal einen Hanfgi haben und du kriegst ja nur aus Amerika bisher und den aus Amerika, ja, dann zahlst du mal Einfuhrumsatzsteuer und Zoll und Fracht und Shipping, ja, und dann ist, und die sind ja eh schon echt teuer und da wird das Ding halt einfach unbezahlbar. Also da habe ich einfach keinen Bock drauf gehabt. Dann habe ich mir überlegt, komm, wir machen selber einen. Ja. Das ist jetzt so unser Baby. Ja, deswegen Mad Gorilla, ja. Und natürlich wegen dem Podcast. Aber ich habe gehört, der Green Grappler kommt auch auf den Podcast, ja. Das freut mich sehr drauf. Ja, die Woche soll noch aufs Studio geliefert werden. Also das ist echt, da warte ich schon jeden Tag drauf, dass das da ist. Könnten wir theoretisch sonntags noch eine schnelle Session machen. Das habe ich mir auch schon überlegt, wenn das bis dahin alles steht.
Also wirklich, wenn das bis dahin alles steht, die Bar und die Theke sind jetzt schon gekommen für den Podcast, wird natürlich an der Bar gemacht, ja. Was ist denn los? So auf richtig coolen Lederbarhockern, ja. Da gibt es noch ordentlich Sake dazu zum Trinken. Und dann wird das echt ein witziges Ding. Und die Gäste, die ich dabei haben möchte, die sind dabei, die kommen alle zu mir nach Hause, ist ja bei mir daheim. Hab da in meiner neuen Wohnung ein schönes großes Büro mit Besprechungsraum und allem drum und dran, wo man einfach chillen kann, Kämpfe angucken kann. Und dann habe ich natürlich noch ein Podcast-Studio jetzt reingebaut, ein kompletter Raum. Also es ist echt, ein Raum ist Podcast-Studio. Wahnsinn. Ja, da wo dann Rechner drinsteht und alles. Und das wird schon richtig gut. Da bin ich echt gespannt, wie das jetzt alles, wenn das Equipment mal da ist, dann muss ich das alles aufbauen. Und dann wollen wir mal so einen Probelauf machen. Und also dich habe ich ja gleich gefragt in Grünsfeld. Genau. Das ist mir schon wichtig, weil du einfach meiner Meinung nach jemand bist, der die Szene, was das angeht, in Deutschland schon extrem geprägt hat. Ja, also ich sage es jetzt mal so, der Lehrling will den Meister einladen. Ja. Um einfach mal ein bisschen zu schnacken, mal ein bisschen Sake zu saufen und mal über, ja, mal gucken, über was wir quatschen. Lass uns mal überraschen. Und vielen lieben Dank für die wertschätzenden Worte. Ja, nee, also, ist ja ein Fakt. Also ich mal ganz ehrlich. Höre ich tatsächlich eher selten, ja, muss ich schon sagen. Echt? Ja, echt jetzt? Ja, im Moment ist wieder so eine Welle da mit Beleidigungen. Echt? Ja, das ist unglaublich. Ja, ja. Also es gibt ja wirklich nur einen einzigen Podcast in Deutschland aus diesem Sportbereich, den ich anhöre. Und das ist wirklich deiner. Also ich habe ihn jetzt sogar auf Audible, nee, nicht Audible, auf Apple Podcast. Ja. Bei iTunes, ja genau. Ja. Da habe ich dich sogar abonniert. Ja, sehr gut. Ja, auf YouTube sowieso. Ja. Und ich finde ganz einfach, das ist so der einzige Podcast, wo du dir wirklich anhören kannst. Ist super gut gemacht. Du hast die richtigen Leute da, du lädst die richtigen Gäste ein, du hast immer ultra coole Gespräche, das ist nie irgendwie gezwungen oder jetzt irgendwie so, immer so, ja, wie von der Stange, immer jedes Gespräch das Gleiche. Du machst es echt richtig gut. Also habe ich dir schon beim ersten Mal gesagt, als ich bei dir im Podcast war, aber das ist wirklich eine Freude. Ja, das ist nicht irgendwie so, schau dich mal um, da gibt es in Deutschland ganz andere Hausnummern. Und dann weiß man deinen Podcast wirklich sehr zu schätzen. Ja. Und das ist natürlich, wir wollen halt bei Matt Grill, ja, ich möchte es halt anders machen, ich möchte die Leute wirklich bei mir sitzen haben. Werden auch Leute sein, die nicht alle aus dem Sport kommen. Ich lade auch Leute ein, die, ja, du weißt ja, dass ich das mag, wenn Menschen viel in der Welt rumkommen. Solche Leute werde ich einladen, den Daniel Schweizer, also wenn du mal auf schweizer.com guckst, ja, das ist unglaublich erfolgreicher Businessmann. Ja, ist ja im Business wirklich ein Kämpfer vor dem Herrn. Also der hat es richtig drauf. Das ist einer, der boxt sich echt durch. Der hat da jahrzehntelang die Firmen hochgezogen. Also wirklich absoluter Topmann, absoluter Topberater. Ja, ein guter Freund von mir, trainiert auch bei mir. Und also wenn der, das war immer, wenn ich mit dem ins Reden komme, das geht ja stundenlang. Und der hat Geschichten zu erzählen, da ist echt nur noch so da. Und denkst, hey, das ist unglaublich, was du aus jedem Gespräch mit diesen Menschen mitnimmst. Oder mit Matthias Wammer, ja, mit dem Chef aus Mainz. Ja. Ja, ist ja, der Mann schreibt Bücher über Hypnose und Selbsthypnose. Ja, der betreut absolute Spitzensportler, ist ein super erfolgreicher Coach und Mentaltrainer. Und ist nicht nur einer, der den Titel hat, weil das macht ja jeder, ist ja jeder jetzt Life-Coach oder was weiß ich, oder... Ist ja der, das ist wie Influencer, ja, entweder sind sie Influencer oder Life Coach oder was, und das ist halt einer, der hat es halt wirklich drauf, ja, und der hat es wirklich richtig, also, Matthias ist einfach ein unschätzbar wertvoller Mensch, ja, auch für den Sport, in Deutschland hat die Moggans trainiert, also DGL-Mannschaftsmeister, ja, das ist einer, der kennt sich schon aus, Arthur Allerborn. Habe ich auch gleich in Grünsfeld gefragt. Ich kenne ja den Arthur auch schon 20 Jahre länger, länger als 20 Jahre. Ist auch schon ewig lang. Hey Leute, der war Boxnationaltrainer, der hat den Sven Ottke trainiert. Das ist wirklich, der hat so viele Weltmeister auch im Boxen und Kickboxen rausgebracht, im Thai-Boxen. Also der ist wirklich, der ist eigentlich so die Kickbox-Ikone meiner Meinung nach in Deutschland.
ist halt auch so ein unpopulärer. Ja, du magst ja, je bekannter oder je besser die Leute, je besser die Leute sind, umso unbekannter werden sie. Ist ja, tatsächlich haben, wirklich so. Ja. Ja, die haben da keinen Bock drauf. Die haben keinen Bock drauf, von jedem immer das Schulterklatschen und dann das nach dem Maul reden und so. Da haben die wirklich keine Lust drauf. Und ich habe da richtig Lust drauf, die Leute bei mir sitzen zu haben. Und vor allem, ich kenne sie alle persönlich. Ja. Die Leute bei mir zum Sitzen zu haben und dann wirklich. Also wirklich nicht so dieses Podcast-Gelaber oder über den letzten Kampf von McGregor oder so. Ja, da mich gar, interessiert mich ein Koffer. Mhm. Ja, sondern ich möchte wirklich wissen, was die Leute für Stories zu erzählen haben. Also wie es denen so gegangen ist im Leben, was sie erlebt haben, wie die rumgekommen sind. Ja, und da kannst du halt meiner Meinung nach auch als Zuhörer wahnsinnig viel rausnehmen, rausziehen für dich und mitnehmen, sodass, wenn du dir so einen Podcast anhörst, einfach mal so danach denkst, okay, neue Sichtweisen, neue Erfahrungswerte mitgeteilt bekommen, einfach mal ihren Kopf drüber machen und dann ist es eine Bereicherung für dein Leben, dann ist es was wirklich Wertvolles, ja. Ich höre ja den Joe Rogan auch, nicht nur, weil der jeden UFC-Kämpfer bei sich hat, sondern der hat Elon Musk bei sich. Ja, der hat Jordan B. Peterson bei sich, also, oder seine Tochter, die Tochter von Jordan B. Peterson, wie heißt sie, Michaela oder Andrea, ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall eine hübsche, ja, muss man sich mal anschauen. Ja, das ist schon, der hat wirklich so viele interessante Menschen bei sich im Podcast und das macht einfach echt Spaß beim Autofahren dann so Podcast reinzuziehen und sich das anzuhören und dann einfach die Erfahrungen von den Menschen, die finde ich einfach immer so spannend. Ja, wenn dir jetzt einer erzählt, was er als nächstes kämpft, schön für dich, wichtig für dich, interessant für dich, aber interessiert sonst halt wirklich keine Sau. Lebenserfahrungen sind schon richtig cool. Ja, wenn es dann noch mit dem Sport auch noch zu tun hat, hat man gleich die Verknüpfung drin und das macht es dann wirklich so interessant. Und ich glaube schon, dass ich so eine kleine Podcast-Welle ausgelöst habe in Deutschland, ja, was auch was den Kampfsport angeht. Und es gibt schon, also mittlerweile gibt es so 2-3 Podcasts, die höre ich auch immer regelmäßig. Ja, das ist vor allem Blutschach von der Frankie. Ja, und auch schon den Daniel Brauchle mit drin gehabt. Ist eher sehr witzig. Der nimmt halt kein Blatt vom Mund. Okay. Ja, und beleidigt, macht alles. Ja, also das ist sehr spaßig, ja, aber trotzdem auch wieder ernst, ja. Und da habe ich unheimlich viel Spaß damit, ja. Mittlerweile sind wir auch ganz gut befreundet, ja, das ist schon richtig cool. Ja, dann gibt es die Jungs aus Düsseldorf, Verbal Tap, ja, hochprofessionell aufgenommen. Und da, das höre ich mir auch alles an, ja. Das ist schon ziemlich cool, was sie so aufgebaut haben. Und als nächstes gibt es noch den Ruf der Hyäne. Ja, den habe ich schon mal gehört. Ja. Richtig. Eine sehr prägnante Folge war mit mir, war mit dem Daniel, ja, Dedan. Ja, da fand ich das so ab, da habe ich wirklich Gänsehaut bekommen, weil du hast Daniel normal auf Portugiesisch gehört, wie er im Hintergrund redet. Ja, und er hat es übersetzt, ja, oder hat es übersetzen lassen, wie auch immer. Ja, richtig. Ja. Oh, das war richtig geil. Die Episode habe ich gehört, ja. Oh, ja. Unglaublich, ja. Da habe ich eine Gänsehaut bekommen. Und das ist authentisch, ja. Und ich glaube auch nicht so stark gescriptet dann, ja. Und das ging schon unter die Haut, ja. Ja, und wie gesagt, auch da steckt Deutschland ja auch noch in den Kinderschuhen. In den Staaten läuft das alles ganz anders. Da kannst du auch mit dem Podcast Geld verdienen. Ja, hier nicht. Ja, auch wenn ich jetzt tatsächlich über... Kannst du in anderen Ländern vom Kampfsport leben und halt hier nicht. Also, weißt du, musst ganz einfach sehen, in anderen Ländern bist du mit vielem, kommst du mit vielem sehr, sehr gut durch, aber halt hier nicht. Ja. Leider. Ja, steckt halt so sehr in den Kinderschuhen, ja. Und ich würde mir halt wünschen, wie gesagt, diese Netzwerkarbeit, die ist ja sowieso immer präsent, ja, und das ist so ein großes Anliegen auch von mir, ja, dass wir uns viel mehr zusammentun sollten. Ja, jetzt, wir brauchen ein paar Promis, die den Scheiß Sport machen. Ja, glaube ich, ja. Also, vielleicht das auch nochmal so ein bisschen mitfördern. Es gibt den Nizar, der macht so Comedy und der trainiert tatsächlich auch Brazilian Jiu-Jitsu, hat voll Blut geleckt. Ja, ich hoffe, dass darüber noch so ein bisschen was kommen wird. Ja, und dass er den Sport mitfördert. Ja, Mola Adebesi, den
Ich hoffe, dass er auch noch mal in den Podcast reinkommt. Wir haben schon geschrieben. Ja. Okay, der cool. Unterwegs. Ja, aber der wollte auch zu mir in den Podcast kommen. Das ist auch noch in Planung. Der kann den Sport auch super fördern. Ja, und ich hoffe, dass einfach noch viel mehr Leute dazukommen einfach aus dem Promi-Bereich, damit der Sport einfach groß wird. Ja, und das ist ja so ein Trend. In den Staaten war es ja auch so. Ja, aber wir sind ja sowieso immer 7 Jahre hinterher, 7 bis 10 Jahre. Ja, aber durch die Veranstaltungen, durch Podcasts, durch YouTube, denke ich, ist das ein super Weg, auf alle Fälle diesen Sport zu fördern, ja, und auch aufklärend zu sein. Ja. Ich glaube, diese Aufklärung oder diese Bildung von der breiten Öffentlichkeit, die ist schon extrem wichtig, sonst wirst du nämlich mit dem Sport einfach nicht groß rauskommen. Ja. Aber du hast schon recht mit dem Promis, als der Boris Becker dann Wimbledon gewonnen hat, hat jeder Tennis gespielt. Und jeder Tennis als die Steffi Graf dann nachgelegt hat, ja, dann haben wirklich alle Tennis gespielt. Ja, da war ja der absolute Tennisboom in Deutschland. Das ist schon, wenn du ein paar Leute hast, die echt mal richtig auch international was reißen würden, auch im MMA, ja, aus Deutschland, dann wäre der Sport mit Sicherheit präsenter. Weiß aber nicht, ob das momentan in Deutschland oder ob Deutschland dafür momentan schon so weit ist. Ja, weil gerade jetzt MMA, ich kriege es jetzt immer wieder mit, hier in Ulm, wenn ich bei der Viktoria bin, wir treffen wahnsinnig viele Leute, dann kommt schon ab und zu die Frage, ja, was hast du da für eine Schule, was machst du da? Und dann sage ich, ja, Jiu-Jitsu und Luther Livre, dann schaue ich einmal alles so an. Die Vicky sagt dann immer so, Peter, du musst so reden, dass sich normale Menschen verstehen. Und da wird dir eigentlich, da wird dir eigentlich erst bewusst, dass wir Grappler und MMA-Kämpfer, dass wir so in unserer eigenen kleinen Blase leben und für uns alles Sinn macht und für uns alles verständlich ist. Und wir uns aber auch gar nicht bemühen, das nach außen zu transportieren oder für andere verständlich zu machen. Und das ist, glaube ich, meiner Meinung nach der Fehler. Wenn man es den Leuten verständlicher machen würde und wenn man die ein bisschen mehr mit einbeziehen würde, dann wäre, glaube ich, die Akzeptanz auch größer für den Sport. Und dann wird man sich nicht immer so wahnsinnig schwer tun, wenn man irgendwas auf die Beine stellen will. Weil das ist ja in Deutschland, ich glaube, das ist in keinem Land der Welt so schwer wie in Deutschland. Irgendwas zum Laufen zu kriegen, da hast du erstmal die Leute, die es nicht kennen, es ist immer dann so, ja, das, was der Bauer nicht kennt, das frisst er nicht. Ja. Ja, ist ja nicht Fußball, also kein Fußball, ist schon mal ganz schlecht. Und dann hast du natürlich auch von den Behörden, die haben ja auch keine Ahnung, also das hast du damals mitgekriegt, als die erste UFC in Köln war, der Lanxess Arena. Dann wollen die ja Kämpfe in einem Käfig. Nee, das ist ein Schutzgitter, das ist ein Oktagon. Ein achteckiges Schutzgitter. Ja, wieso Schutzgitter? Ja, weil sonst die Leute aus dem Ring fallen. Ja, beim Boxen passiert das auch, aber nicht so häufig. Und beim MMA kann das sehr häufig passieren. Ja. Das ist da fängst du wirklich auch mit Aufklärungsarbeit auf wirklich ganz vorne an. Ja, mit den Behörden, mit den Ämtern. Ja, dann mit Ordnungsamt und da fängst du an, da redest du und dann stehen ja alle so da und gucken dich an, die wissen gar nicht, von was du redest. Und ich glaube, da, wenn man mehr Präsenz in Deutschland hätte, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob Deutschland schon so weit ist. Ja, weil du halt immer wieder auch Events hast, ja, die halt nicht gerade die beste Werbung für den Sport sind. Das stimmt. Definitiv, ja. Und das ist halt, und wenn du halt Reichweite über Tagesblätter machst, die jetzt nicht gerade den besten Anspruch haben, dann brauchst du halt nicht wundern, naja, schon in der und der Zeitung. Danke fürs Gespräch, weißt. Es ist halt einfach immer sehr schwierig. Und ich bin schon dafür, dass viele verschiedene Menschen gibt, die verschiedene Wege gehen. Weil dann unterm Strich für die Gesamtheit, du sprichst jeden an, für die Gesamtheit kommt dann irgendwann ein richtiger Weg raus. Aber in Deutschland finde ich das schon sehr schwierig, weil die Deutschen sind schon, ja, in anderen Ländern wirst du gefeiert als MMA-Kämpfer, in Deutschland so und frisch aus dem Knast, oder? Weißt du, wenn du sagst, du bist MMA-Kämpfer, ja, gucken dich immer alle gleich an, ja, und
Was sagt da dein Bewährungshelfer dazu? Ey, ich bin ein normaler Typ, ja. Ich hab einen Schulabschluss, ich habe einen Beruf erlernt, ja, ich habe ein Buch geschrieben. Also das ist wirklich, ich weiß gar nicht, was ihr immer für Ansprüche habt, ja. Das erfüllen die Leute, die dich in Frage stellen, erfüllen nicht mal selber diese Ansprüche. Mhm. Die sind aber Hauptsache herumgemotzt. Das ist schon. Ja, es hat viel Neid, ja, und Missgunst. Das ist so auch so das, was ich halt sehr oft mitbekomme. Okay. Ja, viele, ich kriege tatsächlich viele Nachrichten, ja. Das ist immer so phasenweise. Mal eine Phase, wo echt nur nette Sachen gesagt werden. Okay. Die meisten schreiben dies auch nicht öffentlich, ich kriege dann wirklich Privatnachrichten. Okay. Aber was ich ein Trottel bin und keine Ahnung, was alles, ja. Und okay. Ja, der Podcast, der müsste so und so laufen und das ist, ja, dann machst du das selber. Oh, genau. Machst du das selber, ja. Setz dich mal wirklich jede Woche dahin und hau das Ding raus. Ja, das dauert, das ist wirklich viel Arbeit. Es gab auch ein paar, die es gemacht haben, sind untergegangen, ja, weil sie einfach nicht kontinuierlich dabei bleiben, ja. Ja, richtig. Dadurch funktioniert das ganze Ding überhaupt, ja. Also, und ich mache das Ding aus Leidenschaft. Ja, weil ich, klingt bescheuert, aber so eine kleine Passion auch drin sehe, diesen Sport fördern zu wollen. Ja, und da spielt Geld keine Rolle. Ja, klar mache ich hier und da ein bisschen Werbung, wo ich sage, ja, hier auf Patreon und solche Geschichten, ihr könnt mich damit unterstützen, ja, weil dadurch finanziere ich mir den Sprit, wenn ich Podcast-Touren mache und solche Geschichten, könnt ihr gerne machen. Der eine oder andere hat mir auch schon privat was zugeschickt und solche Geschichten, ja, also das, cool. Das fühlt sich wirklich ganz toll an, sowas, ja. Ja. Ja, aber in der Regel ist es tatsächlich erstmal so, Missgunst oder... Das ist, jeder brodelt oder kocht da sein eigenes Süppchen und da darf kein anderer rein oder man darf nicht drüber reden. Ja, ja. Oh Gott, ja, fürchterlich. Ja. So fürchterlich, ja. Und deswegen dauert der ganze Scheiß einfach länger. Ja. Also, und das ist so ein großer Wunsch, wie gesagt, von mir. Und ich hoffe einfach, dass ich einen kleinen Teil dazu beitrage, dass die Leute einfach ein bisschen open-minded werden und dass sie einfach Bock haben, vielleicht auch mal andere Studios zu besuchen. Ja. Genau. Ja, also ich habe jetzt auch wieder einen, wo kann der jetzt her? Ich will jetzt nichts Falsches sagen, ja, aber der ja, hat hier oben Urlaub bei uns gemacht und hat durch den Podcast mitbekommen, alles klar, hier ist ein Gym, vorbeigeschaut, war super cool. Ja, hat sich toll hier gefühlt, hat sich wohl gefühlt, hat viel Spaß mit unseren Jungs und Mädels gehabt. Ja, und damit bin ich schon super zufrieden. Ja, und dann hat er mir erzählt, von welchem Gym er kommt, ist alles klar. Ja, wenn ich mal bei euch in der Nähe bin, ich schaue gerne rein. Ja, ich will ja auch wissen, wie ihr da trainiert. Und so sollte es ja sein. Und das bringt uns ja alle wieder ein bisschen weiter. Ja, vielleicht auch Seminare besuchen. Mhm. Und das war ja was ganz Besonderes für mich. Letzte Woche, Samstag, habe ich ein Seminar bei mir gehabt. Habe ich einen Henning eingeladen. Ja, meinen Head Coach. Und der Grigori Winitzki war da. Der ist aus Leipzig, hat er sich morgens ins Auto gesetzt, hat das Auto vollgeladen und ist vorbeigekommen. Jetzt erzähle ich dir was Witziges. Ja, das hat mir der Grigori gestern Abend beim Essen erzählt in Reutlingen. Ach. Der war jetzt gerade 2 Tage bei uns. Aha. Der ist gestern ist er angekommen. Dann hat er die Einheit, die Luther Livre Sparringseinheit bei uns mitgerollt. Mhm. Und dann war ich mit dem Alex Budia, mit dem Grigori und wir waren danach noch gemeinsam beim Japaner essen. Mhm. War richtig cool und halt viel gequatscht und viel erzählt und war wirklich ein richtig, richtig, richtig schöner Abend. Und heute Abend war er wieder für die Shooter-Einheit da. Mhm. Ja, seine Tochter trainiert auch bei mir. Mhm, cool. Hat er eine Tochter in Reutlingen, die besucht regelmäßig, deswegen ist auch da die Bindung sehr cool. Und war mit seiner Tochter da und fährt jetzt wieder hoch nach Leipzig. Und der hat mir gestern erzählt, dass er auf dem Seminar war und dass es ihm voll gefallen hat. Also der war echt begeistert, war da mit ein paar Jungs, gell? Mhm, genau, ja. Ja, und der war voll begeistert und hat ihm voll gut gefallen und er findet den Austausch so richtig gut. Und der Grisha, wir sagen so Grigori Grisha, der Grisha kennt es ja bei uns. Wir haben so eine Politik der offenen Tür. Mhm. Also prinzipiell bei uns ins Gym kommt jeder rein. Mhm. Also ist mir ganz egal, von welchem Laden der sonst kommt. Bei uns kommt jeder rein. Mhm. Und solange der sich benimmt, kann er auch bei uns trainieren. Wir haben viele Leute, auch in Reutlingen haben wir ja schon eine starke Konkurrenzsituation. Also es ist wirklich viele gute Schulen in Reutlingen. Das ist echt krass. Und aber wir haben von Anfang an diese Open-Door-Politik geführt. Ist auch in Japan ist das ganz normal. Mhm.
Also da habe ich es eigentlich her und das habe ich immer so gefeiert. Ich finde das total cool, gerade wegen dem Austausch und die Leute ein bisschen besser zusammenbringen. Und jetzt haben wir auch Leute von anderen Schulen in Reutlingen, die sich bei uns auf ihre Profikämpfe vorbereiten. Mhm. Ja, und das finde ich einfach richtig cool, weißt, wenn du dann echt Freundschaften entstehen hast zwischen verschiedenen Teams. Also jetzt nicht so, nicht so, dass wir jetzt offiziell irgendwie zusammenarbeiten oder so, das will ich auch gar nicht. Ich bin gerne mein eigener Herr alleine. Mhm. Aber das ist schon, wenn du dann so einen coolen Austausch hast und mit den Leuten trainieren kannst und dann, ich finde das einfach total cool. Oder auch bei uns im Netzwerk vom German Top Team, ja, und dann kommen die Kellerkinder aus Bonnland wieder vorbei, von Bodo Keller, Jan, Judith, ja, dann bringen immer ab und zu ein paar Jungs mit, die Heidi oder so. Oder dann kommen mal wieder der Dani und die Chrissy hoch, Brauchle von Kempten, dann sind meistens Martin und Tanja Angerer auch nicht weit. Ja, dann ist ja wieder so großes Lauchtreffen bei uns auf der Matte. Ich finde es einfach total geil, wenn du die Leute aus den verschiedensten Schulen bei dir regelmäßig auf der Matte hast. Momentan haben wir einen Kroaten da bei uns, einen Braungurt, ein richtig starker Mann, also technisch klasse, mit so das Beste, was ich seit langem gesehen habe. Dann haben wir eine Thai-Boxerin aus Mexiko gerade da. Also bei uns ist es echt verrückt. Wir haben auch immer wieder einen Grappler, der eigentlich Ringer ist, aus Russland. Also bei uns läuft wirklich die komplette Welt ein und aus und dann auch wirklich sämtliche Nationalitäten, Altersklassen, sozialen Schichten. Es ist alles da und dann siehst du die auf der Matte und sind alle gleich. Trainieren alle miteinander, haben einen Riesenspaß, wollen sich gemeinsam weiterentwickeln, an sich arbeiten. Das finde ich einfach eine super Sache. Und diese Vernetzung, die finde ich schon sehr, sehr wichtig. Aber du hast halt immer so diese Opportunisten und Nutznießer dabei, die das halt nur machen, wenn es ihnen was bringt. Ja, oder wenn sie die Hand aufhalten können. Und ansonsten, wenn du dann mal zu denen willst, ja, immer gleich komisch tun und ja, jetzt nicht mit jedem rollen und nicht mit dem rollen und den darfst du nicht mal anschauen. Ja, und ich bin da bei mir so, wenn die Leute reinlaufen, ich kenne die gar nicht und dann, ja, können wir mit dir auch rollen. Ja, klar, hallo, du bist Gast hier, ich kenne dich nicht, zeig mal her, ja, zeig mal. Ich bin da schon sehr offen, was das angeht. Ja, aber das ist auch, wenn wir in Japan sind, wir werden überall mit offenen Armen empfangen, da kennst du ja kein Schwein. Gehst in so ein Gym rein. Wir waren das letzte Mal in Osaka beim Takashi Nakakura, der war auch Shooter-Champion, hat gegen Takanori Gomi seinen Titel verloren. Also wirklich oberstes Level, so Pride und Rising, also so richtig. Und da hast du ja auch niemand gekannt. Ja, und dann mit einem Brasi dort trainiert, zweiter oder dritter Dan. Habe ich mit dem ein paar Runden richtig besorgt und dann war da noch ein Japaner dabei, voll der Leglock-Fetischist. Ja, okay, bist bei mir genau richtig. Ich liebe das ja. Ja, und ich finde das einfach cool. Die haben uns mit offenen Armen empfangen. Wir waren da mit 3 oder 4 Leuten zum Trainieren. Und so findet Austausch statt. Und dann gehst du aus dem Training raus und hast was gelernt. Dann kommen die Leute zu dir. Und dann gehst du aus dem Training in deinem eigenen Laden raus und hast was gelernt und hast dich weiterentwickelt. Und das ist eigentlich das, um was es geht bei dem Sport. Ja. Deswegen, Leute, 24.07. Samstag in der Woche ab 20 Uhr entweder auf Sport Deutschland, Rising Sun 2, ja, oder ihr kommt direkt live in Böblingen-Hulb vorbei. Das liegt direkt an der Autobahn. Also ihr seid da wirklich keine Minute von der Autobahn weg. Könnt aus allen Herrenländern Richtungen anfahren. Ja, Parkplätze gibt es en masse. Vor Ort ist wirklich ein riesengroßes Studio. Das Gym 24 ist echt ein ganz, ganz feines Ding da in Böblingen-Hulb. Und dann schaut es euch direkt live vor Ort an. Ja, der Dennis packt noch den Link, ich schicke dir den nachher. Ja, packt noch den Link unten in die Videobeschreibung rein. Und dann ansonsten, ja, holla die Waldfee vorbeikommen, schaut euch richtig gute Kämpfe an. Wir stellen gerade auf Kaktugi, stellen die immer die einzelnen Teams vor. Ich kriege jetzt der Jan hat mir heute noch geschrieben, dass er jetzt die Aufstellung fertig macht. Vom Lukas und vom Stefan, da warte ich auch noch. Und die vom
Ja, alten BJJ habe ich. Southside Connection haben wir auch. Oh, genau, das German Top Team muss auch mal hier Mannschaftsaufstellung rankriegen. Ja, das wird echt interessant. Aber zwei meiner Kämpfer sind gerade noch in Griechenland im Urlaub. Die haben sich gedacht, wenn wir schon in Athen kämpfen und den Flug gezahlt kriegen, dann bleiben wir gleich drüben. Das Sven Fortenbach und das Selvin Ramcilovic. Ja, warte mal. So, das war jetzt ein Stinkefinger hinter vorgehaltener Hand. Die lassen sich's gerade richtig asozial gut gehen da drüben. Ja, die haben jetzt da eine Woche verlängert, flacken quasi mit ihren blauen Augen den ganzen Tag im Pool und lassen sich die Sonne auf dem Pelz brennen. Ja, nicht zu fett werden, Jungs. Ja. Dann nächste Woche, also Sven Fortenbacher wird wahrscheinlich auch kämpfen bei Rising Sun. Und dann kriegen wir da schon ein richtig gutes Team. Richtig gutes Team zusammen. Wir haben da noch einen ungarischen Purple Belt bei uns im Training, der jetzt noch zur Diskussion steht. Da müssen wir abklären, wie das mit dem Urlaub läuft bei dem. Und ansonsten wäre ich auch total offen, dass wir die Melli mit reinschmeißen. Soll das Mädel mitkämpfen bei den Männern? Ja, Gleichberechtigung. Ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Gleichverpflichtung haben wir es ja genannt. Und ansonsten, ja, wir werden sehen. Wir werden auf jeden Fall ein gutes Team an den Start bringen. Und ich denke mal, dass wir da schon was reißen. Ob es dann ins Finale reicht, weiß ich noch nicht. Und ja, schauen wir einfach mal. Aber das Finale wird auf jeden Fall echt hart. Also das Halbfinale in dem Pool Southside gegen Fight Fusion, das wird so mein persönliches Highlight. Also das werde ich so feiern. Das werde ich so übel feiern. Da mutiere ich dann wieder zum Fan. Ja, das wird obergeil. Ja. Also Leute, Link ist in der Description below. Ja. In the description below. Ja, findet ihr unten. Hit the bell. Einfach draufklicken. Ja, genau. Ja. Und dann seht ihr auch nochmal die Sponsoren aufgelistet, ja, und auch den ein oder anderen Podcast, ja, ein paar von denen aus der Teamkonstellation hatte ich auch schon damit drin, ja, vielleicht habt ihr Lust bis dahin, das nochmal ein bisschen anzuhören, ja, cool. Daniel Brauchle, über Lukas Cielonka, ja, also da gibt's einige, die ihr euch noch anhören könnt, ja. Hast du den Stefan eigentlich auch schon im Podcast gehabt? Nee, noch nicht, der kommt auch, ja. Stefan. So ein Zeitfaktor ist es tatsächlich. Ja, eine große Liste. Ja, wenn einer, das ist auch noch so ein Ding, ja. Je bekannter, umso schwieriger ist es, auch Termine einzuhalten. Auch noch sowas. Ja, oh, weißt du, ich bin so scheiß fucking famous. Ja, ohne Scheiß. Ja, ja. 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 Und okay, wenn es nicht klappt, dann haue ich sofort jemand anderes rein. Okay. Ja, gucke ich halt immer. Ja, ich werde tatsächlich auch eine kleine Sommerpause machen. Ja, ab August für 3 Wochen. Ja, das habe ich mir vorgenommen. Urlaub. Aber was heißt Pause im Endeffekt? Ich werde trotzdem zwischendurch natürlich Podcasts aufnehmen, aber wieder so ein bisschen vorarbeiten. Ja, okay. Ja, das ist so der Plan, den ich dann gerade habe. Ja, und nur so eine kleine Auszeit brauche ich auch mal. Familie und ist ja vollkommen legitim. Ja, man hat ja wirklich auch, man hat ja Familie und Freunde, man hat ja auch noch ein eigenes Leben. Ja. Finde ich schon wichtig. Also mache ich gerade auch immer mal wieder. Dass wir einfach sagen, okay, jetzt ist es echt gut, jetzt bin ich mal ein paar Tage weg oder nehme mir einfach mal Zeit für mich. Nicht nur hier den ganzen Tag mal lochen und dann, wenn es nach den Leuten geht, musst du ja 24/7 arbeiten, gerade als Trainer. Als Trainer, als Coach, ja Junge, wir haben es dann nach 8:12 Uhr, bist du nicht verfügbar für mich. Ja. Und da ist es schon angenehm, wenn man ab und zu mal wirklich ein paar Tage abschalten kann und mal rauskommt. Ja. Cool. Also, 24.07. 20 Uhr war es, sportdeutschland.tv oder live in Böblingen direkt vorbeikommen, sich das Ganze anschauen. Dann seht ihr den Green Grappler mal in Natura mit seiner unglaublich imposanten 89,8 Kilo Erscheinung. Ja, ich habe mir das direkt gemerkt. Ja. Sehr gut, ja. Ich denke, da geht noch ein bisschen was runter. Ja. Mein Ziel ist 86. Ja, das ist echt? Plan, ja. Okay. Im Moment läuft es einfach brutal gut. Also ich trainiere wirklich viel. Ja, ich habe im Moment, glaube ich, 30 bis 35 Stunden auf der Matte pro Woche, Oha, die ich da verbringe. Cool. Ja, und deswegen, ich arbeite gerade richtig vor. Mein Plan ist das ja weiterhin. Ich hoffe, dass nichts mehr dazwischen kommt. Ja, aber Ende des Jahres oder Anfang nächsten Jahres will ich meine Stelle reduzieren, meine Vollzeitstelle. Ja. Okay, cool.
vielleicht eine halbe Stelle dann nur noch machen, damit ich einfach mehr Zeit damit verbringen kann, was ich liebe. Ja, und das ist einfach das auf der Matte sein. Ja, ja, das ist echt cool. Also ich hoffe für dich, dass sich das mit Corona bis Ende des Jahres so halbwegs normalisiert hat, wodurch auch immer. Ja. Ja, und dass unsere Politiker in Zukunft da ein bisschen besonderer mit der ganzen Geschichte umgehen und nicht immer gleich in Panik und Hysterie verfallen und alle einsparen. Ja. Finde ich jetzt nicht so gut. Oder Existenzen zugrunde richten, finde ich jetzt auch nicht so gut. Eben, ja. Sondern dass die Leute einfach leben lassen. Weil in anderen Ländern klappt es auch. Ja, eben. Ja. Ja, die leben auch noch alle. Ja. Aber jetzt fangen wir mit dem Thema nicht an. Weil sonst hänge ich hier noch und ich muss jetzt noch weg. Ich habe noch einen Termin. Ja, ich muss noch ein bisschen auf die Piste. Ja. muss noch ein bisschen raus. Wie viel haben wir denn heute gemacht? Das war jetzt echt gut. Gucken, okay, warte. Ja, heute haben wir eine Stunde 32 haben wir jetzt gerade. So. Ah, ja. Das ist ja praktisch normalerweise das Opening. Ja, ja, bei dir schon. Ist ja normalerweise so der Vorspann zum Podcast. Ja, nee, aber ich habe schon gewusst, dass es heute, also gut, was will man auch so großartig über das Event? Man kann es ja natürlich totreden und breitreden, aber das ändert da nichts dran, dass die Leute es einfach sehen sollen. Ja. Ja. Also wer wirklich informiert sein will und wer es wirklich darüber mitreden will, da sollte sich meiner Meinung nach eins der besten Grappling-Events in Deutschland am nächsten Samstag, also nicht, weil ich es mache, sondern weil die Mannschaften, die dabei sind, wirklich dabei sind. Mhm. Und die machen es einfach zu einem echt geilen Grappling-Ding. Ja, und dann sollte man sich das anschauen. Da sieht man so die geballte Power und die Creme de la Creme in Deutschland am Start. Und dann denke ich mal, dann weiß man Bescheid, wenn man das gesehen hat. Dann entweder halt live am Bildschirm, Handy, Smartphone, Tablet oder Fernseher, internetfähiger Fernseher. Man kann sich das reinziehen. Oder man geht halt wirklich, so wie du sagst, ja, von deinen 30.000 Zuhörern mal 100 zusammentrommeln, ja. Das wäre doch mal was, ja. Okay, ja. Weißt du was? Jetzt habe ich eine gute Idee. Jetzt habe ich echt eine gute Idee. Okay. Ja. Wir machen einen Gutscheincode, den richte ich morgen ein. Ja. Also das heißt, wenn dein Podcast jetzt läuft, das wird wieder am Sonntag sein, schätze ich, oder? Genau, ja. Dann ist der Gutscheincode eingerichtet. Wir machen Green Grappler. Wie nennen wir den Gutscheincode? Green Grappler. Was ist ein guter Rabatt? Sagen wir mal einen guten Rabatt. Was 20. Ein guter? 20 ist armselig. Was? 20 ist armselig. Das ist ein guter Rabatt, aber das ist armselig. 20 gibt jeder. Ja, aber ich will dir das heißt ja, ich will das heißt die ja, Entscheidung nicht wegnehmen. Das heißt ja Green Grappler, also da steht Green Grappler. Okay, pass auf, wir machen Green Grappler 30. Okay. Ja. Green Grappler 30 und alle, die deinen Podcast hören und mit diesem Gutscheincode Green Grappler 30 sich das Ticket bestellen, die bekommen 30% Rabatt. Das ist doch mal super. Ja, also. Das heißt, wir sehen ganz genau, wer von deinen Zuhörern nach Böblingen kommt. Ja. Ja. Und das finde ich, und weißt was? Und was gerade so witzig ist, die kriegen alle noch ein Autogramm von dir mit dazu. Ja, mit Handel, ja. Du bist ja live. Warte, wir machen dann extra eine Pause, damit der Dennis seine Autogramme schreibt. Ja, ja, genau. Ja. Ja. Fühlt sich voll befremdlich an, aber wer weiß. Nee, überhaupt nicht. Keine Fanbase gibt es ja tatsächlich in Deutschland. Ja, ja, definitiv. Und das hat sich schon komisch für mich angefühlt, ja. Aber ja. Wenn ihr ein Autogramm wollt, unterschreibe ich natürlich auch auf ja, der Serviette oder sowas. Ne? Also ich hole mir eins von dir, weißt du was? Das nächste Mal hole ich mir eins von dir. Ja? Nächste Woche, 24.07. 20 Uhr, da stehe ich da wie so ein Fanboy mit meinem T-Shirt und lasse es von dir unterschreiben. Ich mache dir das auf die Brust, mache ich dir das drauf. Oh, super. So ein Stift in den Mund. Ja, ja, oh, cool. kannst mal richtig Gas geben. Ja. Ja, ja. Ja, das wird echt cool. Also ich bin sehr überzeugt davon, dass das nächste Woche ein richtig geiles Event wird. Ja, definitiv. Dass die Leute, die dabei sind, sich sehr freuen werden über ein schönes Event, über viel Spaß. Ja, viel Spaß auf der Matte. Mhm. Und natürlich die Zuschauer im Bildschirm und natürlich die live vor Ort, die werden sich natürlich über richtig geile Kämpfe freuen. Also wird's, meiner Meinung nach, wird es echt scheppern. Auf jeden Fall. Und ich glaube, dass es dieses Mal, also es gibt auf jeden Fall deutlich mehr Submission-Siege als Kämpfe, die
ohne Wertung ausgehen. Also ich glaube wirklich, dass da die meisten Kämpfe echt über Submission gemacht wurden. Was es natürlich sehr eindeutig macht. Ja. Also, Green Grappler 30, alles zusammengeschrieben, klein. Green Grappler 30 und ihr kriegt 30% Rabatt auf das Ticket, wenn ihr zu Rising Sun nach Böblingen kommt. Das ist mein Wort für euch. Ja, das ist ein Angebot. Also nehmt es wahr. Ja. Jetzt habe ich heute schon zwei Versprechen gemacht. Ja, ja. Deinen Gi, gell? Das vergisst du nicht. A3L, ich habe es schon gespeichert. Ja, A3L, der gute Hanf-Gi von Mad Guerrilla. Ja, das wird richtig cool. Ja, also du kriegst deinen Gi und die Leute, die nach Böblingen kommen, kriegen ihre 30% aufs Ticket und können sich freuen, dass sie dann für schieß mich tot, nicht mal 15 Euro 30 geile Grappling-Kämpfe anschauen können. Das wird mega geil, ja. Cool. Also unterstützt die Rising Sun 2, ja. Und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann schaut einfach mal bei greengrappler.jujitsu.de rein oder bei Instagram auf Green Grappler oder auch auf Facebook bei greengrappler.jujitsu. Den Podcast könnt ihr hören auf iTunes, Spotify, Deezer, podcast.de, podcaster.de und Google Podcast. Hab ich schon gesagt, Google Podcast. Und wenn ihr diese heißen älteren Boys sehen wollt, ja, die sich mega jung halten durch diesen Sport, dann könnt ihr auch auf YouTube gehen bei den Green Grappler Podcast und da könnt ihr unsere Fressen genießen. Ja? Peter, ja? Vielen lieben Dank, dass du wieder am Start warst. Ich freue mich tierisch darauf, auf das Event. Vielen lieben Dank, Peter, dass du auch das Warp auf die Beine stellst. Ja, muss man auch ganz klar sagen, eine absolute Bereicherung einfach für den Sport in Deutschland. Ja, und ich bin schon sehr gespannt und freue mich einfach tierisch auf das Event. Mega. Alles klar. Leute, ich wünsche euch was. Ciao. Tschüss. Tschüss.